Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Open Innovation Kongress 2023 Baden-Württemberg, heute hier im Haus der Wirtschaft. Ich begrüße auch herzlich alle, die im Livestream mit dabei sind, denn die Resonanz dieses Jahr, die war überwältigend. 1200 Anmeldungen, da mussten wir dann leider stoppen, weil einfach auch das Gebäude und die Räumlichkeiten nicht mehr zulassen. Aber aus diesem Grund haben wir den Livestream auch in den benachbarten Räumen und Sälen. Das heißt, wenn Sie dort netzwerken oder auch mal ins Catering gehen, dann können Sie trotzdem alles verfolgen, was hier passiert. Und das Ganze auch in der Event-App. Wer hat die schon installiert? Beziehungsweise man muss sie ja nicht runterladen, aber wer hat sie schon aufgerufen? Wunderbar, weil aus Nachhaltigkeitsgründen haben wir keine Flyer. Ja? Wir verzichten auf Papier, wir machen das digital. Sie finden in der Event-App alle Informationen zum Programm, zu Referenten, zu Ausstellern, Foren, dem Livestream, auch Umfragen, die wir heute an Sie haben und auch eben den Feedbackbogen. Und an der Stelle auch schon mal die Bitte darum, dass Sie den auch ausfüllen, denn nur so können wir uns verbessern. Wir haben auch einen Hashtag. Open Innovation Kongress Baden-Württemberg 2023, abgekürzt OKIBW 2023. Und wir freuen uns auch, wenn Sie da im Social Media kommunizieren und vom Kongress berichten. Wer hat heute schon gepostet, getwittert, LinkedIn? Ein paar. Okay, das dürfen noch ein paar mehr sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Sie dort berichten. Mein Name ist Katrin Cecil Ziegler. Ich begleite Sie heute am Vormittag durch die Veranstaltung. Ich bin Moderatorin und Digital- und Umweltökonomin, außerdem Tech-Journalistin. Und meinen ersten Open Innovation Kongress, den hatte ich 2018. Da war ich hier auch gewesen in dem Haus der Wirtschaft. Und da war das noch eine etwas übersichtlichere Community, ungefähr die Hälfte hier besetzt gewesen. Das Thema war hier vielleicht noch relativ neu. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Ich habe mal recherchiert, wann denn das erste bekannte Open Innovation Projekt war. Und Sie werden es nicht glauben, das war 1857. Und zwar das Oxford English Dictionary. Es hat fast 60 Jahre dann gedauert, bis es herausgegeben wurde. Aber damals wurden von LeserInnen Vorschläge und Beispiele gesammelt und auch aus Quellen, um das dann letztlich herauszugeben. Und Open Innovation Projekte, die nutzen wir alle in unserem Alltag. Und manche davon, jeder von Ihnen, zum Beispiel Wikipedia, ist ein Open Innovation Projekt auch Open Source. Oder Android, das Betriebssystem. IBM, Watson, ja, die künstliche Intelligenz. Das sind alles ganz bedeutende Produkte und Dienstleistungen, die auch für uns wichtig sind in unserem Alltag. Und das zeigt Open Innovation. Bietet eben die Möglichkeit, heute schon die Zukunft zu gestalten und eben auch Lösungen zu finden für die Herausforderungen von morgen. Und da liegt unser Motto sehr nahe, the future is now. Und deswegen begrüßt sie nun ganz herzlich und eröffnet den Kongress Dr. Nicole Hofmeister-Graut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Einen herzlichen Applaus bitte. Also ein herzliches Willkommen Ihnen allen von uns, von unserem ganzen Team, das den Open Innovation Kongress
heute vorbereitet hat. Auch Ihnen gilt unser besonderer Dank, Frau Ziegler. Unsere Moderatorin ist nämlich kurzfristig erkrankt und Sie haben Verantwortung übernommen und sind jetzt heute hier. Und liebe Frau Ziegler, ich glaube, wir hätten keine bessere bekommen können wie Sie. Sie haben einen großartigen Auftakt gemacht und Sie können sich freuen auf Frau Ziegler, die den heutigen Tag moderiert. Also lieben Dank dafür. Es sind doch einige Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Baden-Württembergischen Landtag heute da und ich grüße meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag recht herzlich und freue mich sehr, dass Sie sich für unsere Veranstaltung interessieren und auch begeistern. Denn ja, the future is now. Wir müssen unsere Zukunft in die Hand nehmen und unser Open Innovation Kongress versammelt so viele kluge und kreative Köpfe, dass mir nicht bange ist um unsere Zukunft bei all den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Also schön, dass Sie da sind. Ich grüße alle Damen und Herren Keynote-Speaker, ich grüße unsere Referentinnen und Referenten, ich grüße die Vertreterinnen und Vertreter des diplomatischen Corps und unsere Gäste aus dem Ausland. Ich grüße Sie ganz besonders herzlich, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus unserer Gesellschaft und aus der Politik. Ein herzliches Willkommen zu unserem Open Innovation Kongress Baden-Württemberg im Jahr 2023. Und ich freue mich auch, dass wir über den Livestream vielen die Möglichkeit eröffnen, heute dabei zu sein. Denn es erwarten uns spannende Keynotes, anregende Podiumsdiskussionen, interaktive Foren zu Themen wie Kooperation und Innovation. Open Innovation ist ja ein Mindset und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir dieses Jahr jetzt auch in der 8. Auflage des Open Innovation Kongresses wieder exzellente Keynote-Speaker und hochklassig besetzte Panels Ihnen bieten können mit einem Zukunftsblick auf die Themen, vor denen wir allen stehen und für die wir Lösungen brauchen. Stellvertretend für viele hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer darf ich etwa ganz herzlich Frau Nicola Winter begrüßen. Im November des vergangenen Jahres wurde Frau Winter von der European Space Agency aus europaweit 22.500 Bewerberinnen und Bewerbern für die Astronautenreserve ausgewählt. Das ist ja wirklich eine herausragende Leistung. Sie ist Ingenieurin, sie ist Kampfflugzeugpilotin und Fluglehrerin und sie wird zu uns über die Bedeutung von internationalen Kooperationen für die Raumfahrt sprechen. Frau Winter, seien Sie uns recht herzlich willkommen. Ebenso begrüßen darf ich Frau Anna Barschasik. Frau Barschasik ist Gründerin und CEO von Connectology, einer Agentur für internationales Unternehmertum und Investitionen. Sie ist aber auch Vorstandsmitglied im Europäischen Innovationsrat der Europäischen Kommission. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und begrüßen darf ich auch Herrn Dr. Marcel Gehrung. Herr Gehrung ist sozusagen ein Exilschwabe in Großbritannien. Und er ist Mitgründer und CEO des britischen Unternehmens Cited, das an der Früherkennung von Krebs unter Einsatz von KI-gesteuerten Biomarkern arbeitet. Und laut Department of International Trade zählt Cited zu den führenden digitalen Healthcare-Unternehmen des Vereinigten Königreichs. Und wir alle setzen natürlich auch im Interesse unserer ganzen Gesellschaft auf Ihre Technologie, dem Krebs etwas entgegenzusetzen. Lieber Herr Gehrung, auch Ihnen ein herzliches Willkommen in Ihrer schwäbischen Heimat. Und recht herzlich begrüßen darf ich auch Sie, lieber Herr Dr. Matthias Jurotko. Herr Jurotko ist CEO von Cellcentric
und das Joint Venture von Daimler Truck und der Volvo Group verfolgt das Ziel, ein weltweit führender Hersteller von Brennstoffzellen zu werden, um damit auch ganz entscheidend zu einem klimaneutralen und nachhaltigen Transport beizutragen. Und in den kommenden Jahren werden wir sicherlich in der Brennstoffzellentechnologie, aber auch in der Batterie- und Speichertechnologie und vielen weiteren Bereichen der Mobilität neue Durchbrüche erleben. Und deshalb ein herzliches Willkommen auch Ihnen, Herr Jurytko, zu unserem Open Innovation Kongress 2023. Es macht schon Spaß auf das, was kommt. Ich bin überzeugt, wir werden viele interessante Gedanken, Impulse, Einblicke erleben, die Sie persönlich weiterbringen, aber die Sie natürlich auch in Ihr Umfeld tragen, um uns als Land in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, denn die Gegenwart ist geprägt von enormen Herausforderungen. Vor kurzem erst jährte sich zu unser allergrößten Bedauern der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und für die Menschen in der Ukraine ist dieser Krieg eine nicht enden wollende Tragödie. Und wir dürfen uns auch an diese Situation nicht gewöhnen. Wir müssen es immer wieder benennen, wie schrecklich das für die Menschen und auch für ganz Europa ist. Und dagegen nehmen sich natürlich unsere Sorgen als klein aus. Aber auch unsere Wirtschaft und Gesellschaft ist von diesem Krieg auf vielfältige Weise betroffen. Energiepreisschock, Rekordinflation und sich nur langsam wieder auflösende Lieferkettenengpässe sind zu zentralen Stichworten unserer neuen Normalität geworden. Und hinzu kommen natürlich unsere strukturellen Herausforderungen, vor denen nicht nur Baden-Württemberg, sondern im Grunde die ganze Welt steht in ganz unterschiedlicher Betroffenheit. Der demografische Wandel, der setzt jetzt schon beim Arbeitsmarkt bestimmte Grenzen auf, die werden immer deutlicher bemerkbar und das geht durch alle Branchen, Fachkräfte und Arbeitskräftemangel. Das ist ein Engpass. Auch damit müssen oder damit beschäftigen sich sicher viele mit Ihnen, wie wir hier über Innovation, über Effizienzsteigerungen dieses Problem auch lösen können. Das Zweite, die Digitalisierung. KI ist ja eine Standardtechnologie geworden, die jetzt im Grunde in allen Bereichen Einzug hält. Die kognitive KI, Stichwort ChatGPT, ist jetzt im Moment im Vormarsch. Da liegt der Fokus drauf. Und wir haben ja heute auch ein Forum zum Metaverse, also zum ganzen Spektrum der Möglichkeiten, das die Digitalisierung bietet. Und es ist uns ein großes Anliegen in Baden-Württemberg, dass wir, dass Sie in dem Bereich die Wertschöpfungsketten erschließen und wir auch eine komplette Wertschöpfungskette anbieten können aus Baden-Württemberg heraus. Und das dritte große Thema, der Klimawandel, der ebenfalls ganz neue Formen des Wirtschaftens notwendig macht. Und der Klimawandel, Stichwort Klimaneutralität in unseren Unternehmen, da brauchen wir Investitionen und Innovationen und um die großen Fragen auch des Klimawandels zu beantworten, müssen wir, davon bin ich überzeugt, auch neue Wege gehen und da setze ich auch ganz stark auf Sie. Open Innovation muss dazu dienen, dass wir auch hier neu denken. Und wir brauchen Sie, denn Sie geben die Antworten auf die Themen, die unsere Zeit im Moment beschäftigen. Warten Sie mal, ich glaube, das kommt von meinem Ohrring, dieses Knistern. Die Technik ist schon ganz nervös. Ich habe das jetzt gerade auch wahrgenommen. Aber es ist wirklich so, also wir brauchen Sie. Sie sind unser Rohstoff, unsere Ressource, Sie sind unser Kapital, Sie sind unsere Zukunft. Kluge Menschen, die an diesen Zukunftslösungen arbeiten. Baden-Württemberg, ja, man spricht immer so distanziert von Humankapital, aber sie sind wirklich unser Standortfaktor, unser Asset. Und deswegen
freut es uns auch, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind zum Open Innovation Congress, dass Sie sich damit auseinandersetzen, wie man Themen auch unter anderen Perspektiven angeht, dass man eben über Open Innovation Innovationsnetzwerke aufbaut, die Sie ja schon jetzt über Jahre hinweg, wir sind ja jetzt in der achten Veranstaltung, dass wir über Forschungseinrichtungen, über Kunden, Zulieferer, Wirtschaft, Wissenschaft hinweg Netzwerke aufbauen, die eben diese Zukunftsthemen gemeinsam angehen und dann, und darauf setzen wir, große technologische Durchbrüche und Innovationen auch ermöglichen. Und zu all dem wollen wir Sie heute wieder anregen. Wir wollen Ihnen Impulse geben, um die Zukunft neu zu denken. Und ich möchte jetzt mal ein Beispiel herausgreifen, und zwar die Kernfusion. Es steht für den Menschheitstraum, auf saubere und ungefährliche Art und Weise nahezu unbegrenzt Energie erzeugen zu können. Und im Dezember vergangenen Jahres ist eine solche Kernfusion, bei der mehr Strom erzeugt als zugeführt wurde, erstmals einem Forscherteam in den USA gelungen. Und wir haben heute einen Mann bei uns, der mit seinem Start-up Focused Energy in den 30er Jahren, also 2030er Jahren, das erste Kernfusionskraftwerk in Deutschland ans Netz bringen will. Und deshalb Ihnen, lieber Herr Professor Roth, gilt auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie heute da sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen in dieser Zeit voller Herausforderungen auf den wissenschaftlichen Fortschritt. Wir setzen auf große technologische Durchbrüche und eben auf eine starke, kreative und wettbewerbsfähige Wirtschaft, die das überhaupt erst ermöglicht. Und dafür muss die Politik auf allen Ebenen auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Wir sind im Land, hier meine ich, in vielen Bereichen wirklich gut aufgestellt. Wir haben mehr als eine 500 Millionen Euro für die Innovationsförderung zur Verfügung gestellt. Ich möchte nennen den Innovationspark AI, den IPAI, der gegenwärtig in Heilbronn entsteht. Und was Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem neuen Deutschland-Tempo meint, das lässt sich dort gerade in Echtzeit beobachten. Wir haben unser Baden-Württemberg-Tempo beim IPAI schon längst gefunden. Wir haben ja wirklich Tempo aufgenommen und schreiten schnell voran. Das IPAI-Team treibt das Projekt in großer Geschwindigkeit nach vorne. Der Rohbau des ersten IPAI-Gebäudes ist bereits weit fortgeschritten. Im Oktober letzten Jahres startete auch der städtebauliche Wettbewerb für das 23 Hektar große Hauptareal. In Kürze wird hier der Siegerentwurf gekürt. Also mit schnellen Schritten gehen wir hier nach vorne, gemeinsam nach vorne, denn nur gemeinsam können wir diesen Weg in die Zukunft auch gehen. Und wir wollen, das ist unser Anspruch, bei ethisch verantwortungsvoller KI in Baden-Württemberg ganz weit vorne mitspielen, und der IPAI wird dafür ein Leuchtturmprojekt mit internationaler Strahlkraft sein. Davon bin ich überzeugt. Docken Sie sich an, interessieren Sie sich, schauen Sie, was dort passiert. Da sind schon viele Angebote auch jetzt, die man wahrnehmen kann. Und um den IPAI noch zu flankieren. Wir haben ja einen Wettbewerb durchgeführt und diese Dynamik, die da entstanden ist, in ganz Baden-Württemberg, in der ganzen Fläche unseres Landes, die wollen wir aufgreifen. Die Regionen Stuttgart, Freiburg, Neckaralb, Karlsruhe, Ostalbkreis und Ulm haben sich ebenfalls eingebracht in diesen Wettbewerb, und hier werden sogenannte regionale Exzellenzzentren entstehen, also sicherlich auch in Ihrer Nähe, und Sie werden ebenfalls einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir wissenschaftliche Exzellenz in wirtschaftliche Erfolge umsetzen bei uns in Baden-Württemberg. Aber wie gesagt, ich möchte es immer wieder betonen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Sie werden das gestalten, und wir brauchen Sie auch, um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Also ganz im Sinne von Open Innovation sollen dort unter anderem netzwerkübergreifende und lokale Projekte mit Unternehmen, mit der angewandten Forschung, mit der Wissenschaft und zukünftigen Talenten gefördert werden. Wir haben auch unsere starken regionalen Digital Hubs, die ebenfalls
regional in der Fläche Anlaufstellen zur Digitalisierung unserer Wirtschaft darstellen und sich auch wirklich sehr gut etabliert haben. Als Informations-, als Vernetzungs-, als Erprobungs- und als Experimentierräume bieten sie den Unternehmen, den Startups und den Forschungsakteuren eine wertvolle Infrastruktur auch und gerade für Open Innovation Prozesse. Und zu den Schlüsseltechnologien einer nachhaltigen Wirtschaft der Zukunft zählen darüber hinaus die Quantentechnologien der zweiten Generation. Und auch hier ist Baden-Württemberg gut aufgestellt. Denn von ihrem Einsatz verspricht man sich beispielsweise effizientere Solarzellen, bessere Katalysatoren, reduzierteren Energieverbrauch und neue Kraftstoffe. Und mit dem Aufbau eines Quanteninnovationsclusters wollen wir unser Land auch hier bestmöglich positionieren. Denn wir müssen alle vorhandenen Kräfte bündeln, um in diesem digitalen Zeitalter eine Rolle zu spielen, ja, erfolgreich sein zu können. Und wir alle wissen, unser Wohlstand und die Arbeitsplätze der Zukunft hängen ganz entscheidend davon ab, inwieweit wir diese Zukunftsthemen aus Baden-Württemberg heraus besetzen und bestimmen, inwieweit Wertschöpfung diesbezüglich bei uns stattfindet. Und deshalb darf ich Sie heute schon ganz herzlich zu unserem Digitalgipfel Baden-Württemberg, jetzt im Jahr 23 findet er wieder statt, einladen. Und zwar am 22. Juni in der Porsche Arena. Corona hat uns hier leider auch ausgebremst. Wir waren da wirklich auch auf einem guten Weg und wollen daran anknüpfen und all diese Digitalthemen, diese Chancen, die sich für Baden-Württemberg, für unsere Unternehmen, für die Wissenschaft, für die anwendungsorientierte Forschung ergeben, hier diskutieren, aufgreifen. Und ich kann Sie nur einladen, dort wird diskutiert, es wird interessante Impulse geben, beeindruckende baden-württembergische Erfolgsgeschichten. Ich glaube, solche Role Models, Best Practice, das ist auch immer ganz wichtig, auch um zu motivieren, Mensch, wir können diesen Schritt auch gehen. Die großen Tech-Giganten stehen nicht über allem. Es gibt immer wieder Nischen und Bereiche, wo auch wir aus Baden-Württemberg heraus stark sein können. KI wird natürlich eine Rolle spielen. Die Quantentechnologie, die Nachhaltigkeit, die ganzen Zukunftsthemen, also auch kognitive KI, was hier alles im Moment entsteht. Wir haben ja auch wirklich tolle Firmen, Startups in Baden-Württemberg, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Es wird Workshops geben, also so eine richtige, ja, es soll so ein Pool werden, so ein Tag, so eine Plattform, an der man auch in die Zukunft blickt. Und wir bauen da natürlich auf den Innovationsnetzwerken, die Sie in den letzten Jahren gegründet haben, auch auf, dass Sie auch beim Digitalgipfel am 22. Juni sich einbringen, Teil sind und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis von heute dort mit einbringen. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, es ist heute ein großartiger Tag, Open Innovation in Baden-Württemberg, dass so viele Menschen heute hier sind, in Präsenz, persönlich, aber natürlich auch digital. Viele kluge Köpfe aus Wirtschaft, aus Wissenschaft und aus unserer Gesellschaft, dass sie zusammenkommen, dass wir sie zusammenbringen dürfen, um neue Ideen zu generieren und ganz neue Perspektiven auch zu eröffnen. Und über Open Innovation, davon bin ich überzeugt, über Cluster und Innovationsnetzwerke, über mehr Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wissenschaft und der Wirtschaft, wollen wir dem Innovationsgeschehen bei uns im Land in Baden-Württemberg jetzt in dieser, ja, Nach-Corona-Zeit wieder eine Dynamik verleihen, die wir auch dringend brauchen. Und ich freue mich, dass Sie sich auf diese Dynamik einlassen, dass Sie sich inspirieren lassen, dass Sie nicht nur teilnehmen, sondern dass Sie auch wichtige eigene Impulse geben. Also Sie sind wichtige Ideengeber des heutigen Tages. Und ja, ich habe immer hohe Ansprüche. Also ich freue mich drauf. Sie machen sich dran, die Wirtschaft von morgen zu bauen. Frei nach unserem Motto, the future is now. Lassen Sie uns gemeinsam angehen. Ich freue mich, heute mit Ihnen zusammen an unserer Zukunft zu arbeiten. Dankeschön.
Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Dr. Hoffmeister-Kraut. Ja, Open Innovation ist ein Mindset, hat sie gesagt. Also auch so eine Einstellungssache. Klingt immer manchmal so ein bisschen nach einem Buzzword, weil heutzutage ist mittlerweile alles ein Mindset. Aber bei Open Innovation ist es wirklich so. Weil es ändert ja auch ein bisschen die Unternehmenskultur, sich zu öffnen. Und das aber nicht nur im eigenen Unternehmen mit anderen Unternehmen, sondern auch über Grenzen hinweg. Es ist wichtig, dass wir das Thema Open Innovation auch europäisch angehen und verfolgen und vor allem auch nutzen. Und unsere nächste Speakerin wird dazu etwas beitragen und uns berichten. Und es ist der einzige Vortrag auf Englisch, deswegen switche ich jetzt auch zu Englisch. Our speaker has more than 10 years of experience in the European startup ecosystem. As an entrepreneur, business angel, and policy advisor, and to combine all her expertise and experience, she founded Connectology. It's an international agency providing access to finance, investors, and behavioral research. And she's also a board member of the Global Entrepreneurship Network Europe and the youngest board member of the European Innovation Council. So we are very delighted to have her here. She will talk about the importance of open innovation for the future of the European entrepreneur ecosystem. So welcome on stage, please, the CEO of Connectology, Anna Bajasic. Thank you so much, Katrin, and good morning, everyone. It's such a pleasure to be here. It's always great to be back to Stuttgart, and I feel really welcomed. And yeah, thank you for the invitation and for arranging all of this. I'm really excited to see that there is such a huge interest and distinguished audience and panelists and speakers, so it's a great pleasure to be a part of that. So I'm here today to speak to you about the importance of the open innovation for the future of entrepreneurial ecosystems in Europe. And I'm going to speak to you in my capacity as already mentioned, the CEO of Connectology and also the European Innovation Council board member. So what I will do, I will first talk to you about the importance of open innovation and the challenges. And then I'm going to switch to the part of the European Innovation Council. But just for me to understand a little bit the breakdown of the audience, do you mind just raising your hand to see who is an entrepreneur here or an SME? Okay, that's quite a bit of you. So so basically I would like to start by highlighting why open innovation is critical today. And as we know and as we are witnessing in the past few decades, there was a huge shift in how innovation takes place. So, you know, before it was all about the corporates and they were kind of exclusive doing the innovation initiatives. However, nowadays, innovation is a combination of efforts of different stakeholders, entrepreneurs like many of yourselves today, SMEs, different stakeholders, startups obviously as well. So what we see now that there is really no boundaries to innovation and this knowledge is spread. And precisely, this critical change has happened because of the open innovation, because the innovation comes outside of its usual borders and basically kind of forces the collaboration and knowledge spreading. And what is really important that all these stakeholders are working together on ideas, products, and services, and this is a predisposition for not only those groups to succeed, but also for
Europe overall to succeed. This is quite important. As you know, we are, let's say, competing on a global scale, and it's really important that Europe is as competitive and as innovative as possible. And this is also thanks to a lot of people in the audience here and the entrepreneurs and startups and many other innovation stakeholders that we are relying on. However, if we know that open innovation is so critical and it's so important, we see in many different ecosystems today in Europe that, in fact, there is a number of challenges to implement it. So I would like to address these challenges and then maybe suggest a couple of recommendations for also policymakers in the audience and other stakeholders that might find this relevant. So, well, first challenge that I see in implementing open innovation is lack of trust. So if you have a lack of trust between the stakeholders and between different players in the ecosystem, then it's going to be really hard to move forward. And for any kind of innovation or any kind of project, not only innovative project, to succeed, we need to have a good level of trust. And especially this is also a little bit related to entrepreneurs. Entrepreneurs are often, let's say, reluctant to share their ideas or to share their knowledge or information about their companies with other people in the ecosystem. And oftentimes you'll, at least in my hat as an investor, you'll sometimes meet entrepreneurs will say, well, I don't want to tell you anything about my project at all before you sign an NDA, which is really, you know, an interesting and I would say a wrong approach in the market. Of course, if you have very highly specialized technology and, you know, you are doing very serious investor negotiation, but just, you know, to show someone a pitch deck, I would say this is a bit unusual. So at Connectology, we do kind of different trainings to help entrepreneurs to, let's say, be more open-minded and let's say, more trained also to talk to various players in the market, especially investors. The second challenge I see is the cultural barriers. So, as you know, there is different cultures in countries, in companies, in different groups, and sometimes this is not only between the countries. Sometimes it's between north and the south of a country. So this is also something really interesting, and we definitely need to identify those cultural barriers and address them for the innovation system to ecosystem to flourish, because if we have different biases, you know, in this kind of sense, us versus them, this is also something that we are going to, you know, hinder in the innovation ecosystems with. And also this is why when Katrin was mentioning the behavioral research also that we do at Connectology, so it's essentially about behavioral science, and we do different experiments to see, for instance, how, you know, when you have a woman CEO or a man CEO, how does that affect willingness to invest of the investors, or for instance, different geographies, if they present their pitch decks in exclusively the same business cases, will that affect the willingness to invest? And in fact, it does in a statistically significant way. And for instance, if you would have exact same business cases and you just change the variable of geography, unfortunately, there are some biases around that. And the third reason is, the next reason why I'm mentioning all of this is because we see the teams that are diverse, how they perform.
right? And now we have the data, and everyone is saying, well, the Silicon Valley is so successful because, you know, they are this melting pot and they have different cultures and different perspectives. So definitely this is something to take in consideration and embrace. So the next challenge I would identify when it comes to implementing open innovation is risk. Risk is often something that everyone is naturally afraid of. As humans, we are loss averse, and we don't like to lose stuff. As they say, the loss is twice as painful as getting a equal gain. However, in the context of innovation, this is quite suboptimal because not having this open-mindedness and not having this, let's say, interest in also having an approach to fail, this makes you not even try in the first place. So definitely, when we see many different stakeholders in the innovation ecosystem, they're quite risk averse. And you will see, for instance, a lot of entrepreneurs, they say, well, you know, in Europe, there is not enough money to fund our projects, we need to go elsewhere, etc. Whereas investors, for instance, say, well, there is not enough good projects in Europe to fund. So what is really interesting is that, in fact, this risk of bad execution in entrepreneurial projects actually affects the willingness to invest, and there were several studies around this. So basically, I consider risk to be a key pillar of any entrepreneurial and innovation ecosystem. However, you need to have a methodology to mitigate and reduce that risk. And oftentimes in Connectology, when we have entrepreneurs and investors and even policymakers in our programs, they either find or reframe their solution. For instance, for entrepreneurs, they either reframe their financial ask and they understand maybe they don't even need an investor after all because they have totally redesign their business case, or thanks to the risk mitigation methodology, they might much easier find an investor. So embracing risk, but in a smart way, mitigating this risk, this is definitely key for the development of the innovation ecosystems. The next challenge I would address is the alignment of interests. So it is really important that people who need to collaborate in an innovation ecosystem have aligned interests. And what does that mean? For instance, I'll give you an example. If you have a university that is publicly funded and they need to, let's say, address KPIs like the number of articles that are published or the number of students that have enrolled, they're not going to focus a lot of effort on spin-outs, on commercializing research, etc. Also, I have had the pleasure to talk recently to one dean of a kind of a very relevant European university who told me that in their MBA programs, they don't accept entrepreneurs because one of the KPIs for them to keep the ranking they have is to have for their students to have a very good salaries 3 years after they've left the program. So of course they're not going to get the entrepreneurs there because you know, entrepreneurs maybe for all those years maybe they don't even have a salary. So you know, these are all things that we need to take in consideration. If there is no disalignment of interest, then it's going to be really difficult for all these stakeholders to communicate. And the last challenge is obviously the need for governmental support. And you are very lucky here that your government understands and addresses these kinds of topics. However, you know, in some of the areas of Europe, you don't have this, let's say,
a critical mass of financial support, of good infrastructure, of human resources, and obviously, you know, there is not enough adequate tools to address and then to exercise the open innovation and the collaboration overall. So I will mention in a bit something more about the European Innovation Council, but I would like to finalize this part of the my intervention with just a couple of key takeaways and messages that I've been talking about. So what is absolutely critical? It's to create a culture of trust in an innovation ecosystem, because the trust is not, you know, created by a decree. So that's definitely something that we need to work on actively. Second, we need to identify cultural barriers and biases that may hinder the collaboration, and then work on those as well. Take risk in consideration, embrace it, however, have a strategy to mitigate it as much as possible. And then finally, communicate. And then why is this so important? Because if you are doing great stuff, but no one knows about it, then it's going to be really difficult for you to showcase these success stories. So I invite all of you to communicate about the great work that you're doing. And this is really, you know, lays a foundation for all of us and for Europe to prosper when it comes to innovation, and especially to open innovation. So now I'm going to move to the part of the European Innovation Council, which I expect is also very interesting for you. So the European Innovation Council, as some of you might know, is the largest European innovation fund. It's launched by the European Commission, and the budget is over 10 billion euros, and also the European Innovation Council is now the most active deep tech investor in Europe. The most prestigious, the most popular instrument of the European Innovation Council is called the EIC Accelerator, and until 2027, so until the end of the current framework program, it's allocated 7 billion euros for deep tech startups and or for go-to-market and scale-up in general. So what's the rationale for an initiative like the European Innovation Council? So basically, the EIC is filling a market gap that was identified in Europe. So I mentioned this a little bit earlier. There is a lot of great projects, or at least entrepreneurs think that there is a lot of great projects, and then investors say, well, these projects are not really investment ready, or you know, there is other issues with them. There is a lot of risk in most cases. So here the EIC comes in and allocates this funding to help bridge several topics in this context. So the first one is the innovation performance. So as you know, in Europe, there is a lot of really great research, but oftentimes it's not really translated to the market. Also, sometimes we just have a lack of disruptive technology. So there is also this kind of incentive for researchers to think a bit more, let's say, in this risky context. Then, in terms of the innovation funding, as we've said, there is a so-called two valleys of death. One, when it comes from this transition from the lab to a company, and then also again when it comes to scaling up, especially in Europe, that's quite hard. So this is something that the EIC tries to fill in. And then the innovation ecosystems per se. So as you know, in Europe we have several great areas, but then in some areas they're not performing as well. So the idea is to kind of spread this excellence among all the member states, and then also include not only all geographical regions, but also all talent that is out there, and specifically female. And I'm going to talk about later a bit about the programs that are focused on women.
So this is the impact report, just a little bit of a data for you to see what was happening last year. So essentially the EIC was, the pilot was launched in 2018, but then there was the pilot for a couple of years, and then the first kind of real incorporation of the EIC was in last year. So so far, the EIC has supported 12 unicorns, 112 centaurs, and has attracted follow-on funding, which is also quite significant, around 10 billion euros, and then with the valuation of the whole portfolio of around 40 billion. And then you can see here also what are the industries and what is the focus of the EIC. So, seven areas for now. Those are agri-food, hydrogen, energy storage, quantum space, cell and gene therapy, and neurotech. So now we're going to discuss a little bit about the main instruments. So those are the Pathfinder, Transition, and Accelerator, but there are some others as well. So essentially, this program is designed to follow the life cycle of a breakthrough technological project from very early so-called technological readiness levels. So you will see this is particularly relevant for Pathfinder, and then it goes to TRLs up to 9. So in case of the Pathfinder, this is for early research projects with grants of up to 4 million euros, and here this is for consortia. So these are typically universities with some other partners that are applying for this kind of calls. Then we have the transition. This is for a little bit more mature projects. These can be also consortia, but also mono-beneficiaries. We're looking here at a bit of a higher TRL, which is kind of preparing also to go to the market. So the business model here needs to be defined and revised. And here we can have the grants of up to 2.5 million euros. And then finally, the accelerator, which I said is the most popular one because it offers the most funding. It's basically for scale-up and go-to-market and with a grant component of 2.5 million euros and then equity component of up to 15 million euros. However, in case of a strategic technology for Europe, then this can also be addressed. And essentially, I was, since the very beginning, one of the jury members of the accelerator. So you have all these panels when you submit the proposal, and then it goes through the evaluation. Then there is a final interview in Brussels. Now it's online with a number of jury members who then decide whether you get the funding or not on behalf of the commission. So it's just a little bit more about the key features. So as I've said, the focus is on deep tech, okay? So this is not, apps or some traditional businesses, which are also very valuable, but in this context, it's relevant that there is a breakthrough technology in question, so not a combination of, existing products or already some machinery, something that is proprietary, something that is patented, something that's really relevant and can scale on a European level. So as I mentioned also earlier, there is a number of different services as well. So the companies not only benefit from the funding, but they benefit from targeted mentoring, coaching, from different kind of connections with corporates. So the EIC organizes corporate days, investor connections, obviously different ecosystem events and initiatives. There is also something new that came up recently with the EIC program managers. So there is a person assigned for each of these industries that are key for the EIC, and they are proactively managing the portfolio. And then in case your project was a part of different associated programs, like for instance, if you have relations with the EIT or Eurostars, for instance, there is a possibility to fast track your access to the funding.
So in terms of the accelerator funding, just a little bit more detail. So as I've mentioned, there is an investment component and there is a grant component. So usually, for instance, people ask for equity component because this gives them access, obviously, to more funding. Some of them also ask for a grant. This can also be justified. However, you know, what is really important in this case is to know that the reimbursement is up to 70%. And the investment component is more if you're looking for a partner that's patient, that will help you grow, so it's not like the typical aggressive VC. For the EIC work program in this particular year, this is the breakdown of the budget. Here I've put some cutoff dates for both EIC Pathfinder and Transition. As you will see here, the budget is smaller than for the accelerator. How it works, you apply with your partners in the first two, or in the second one also, you can apply alone. And those are a little bit, let's say, less, I would say, demanding applications in terms of the admin. And when it comes to the EIC Accelerator, there is first a short application, which is quite straightforward. So you just need to submit a video of your pitch. Essentially, it's a 3-minute video and then 10 slides of a pitch deck. And then shortly after, in a couple of weeks, you will get a green light or not to continue with your full application, for which you have 12 months then to submit. And what is really important is that the company needs to be incorporated in Europe. So for instance, for now, you know that there are some negotiations with the UK, but for instance, if the company is incorporated in the UK, then it will need to move to Europe before it goes out to the interview phase. Okay, so apart from that, we have different other programs. So for instance, prizes, the European Women Innovators Prize, the European Innovation Capital Prize. So there is a number of, let's say, levels in the EIC. So it's not only funding, there's a lot of support programs and initiatives. For instance, there is also Women Tech EU program that's targeting only women that can apply for funding to prepare for the accelerator. So the idea is to support very innovative women-led projects. So this means not having a woman CEO who's on a payroll, but it means to have a woman who has a significant shareholding in the company and who is actually the founder. And then these projects can get some smaller funding to get them going and prepare for the accelerator. I'm going to leave you here with a couple of, let's say, useful links to ISMEA homepage. So this is the agency that coordinates the EIC program. Then the funding possibilities, the work program, which is the most important document in the year for the EIC. So essentially, there all the different initiatives are described. Then the EIC Accelerator AI platform, you have, this is an innovative also way to apply for the funding. The NCPs, those are really relevant and can be your allies if you decide to apply. I've heard that Germany has pretty good ones, so these are people who are going to support your application with more information. And then Women Tech EU that I've just mentioned. So to conclude, it was a great pleasure to present all of this to you. I'll be here for another couple of hours if you have any additional questions. And if you're shy, you can also send me an email. Thank you. Thank you. Thank you very much, Anna. Brilliant input. Lack of trust. Yeah. Dass wir mehr Vertrauen brauchen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, von der wir uns auch angesprochen fühlen können. Einiges davon werden wir auch später noch in den Diskussionsrunden aufnehmen, eben diese kritischen Punkte, die sie angesprochen hat.
Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Thema. Auch hier habe ich recherchiert und war etwas betroffen vom Ergebnis. Fast jede Minute wird weltweit ein Mensch mit Krebs diagnostiziert. Und wenn die Diagnose kommt, ist es trotzdem leider immer noch auch für manche zu spät. Deswegen ist Früherkennung hier eben ein ganz wichtiger Punkt. Und unser nächster Speaker hat sich das zur Mission und Vision gemacht. Er ist Machine Learning Experte für Digital Health, hat an der University Cambridge promoviert und wurde in die Forbes-Liste der 30 unter 30 aufgenommen. Und er ist Mitbegründer und CEO von Cited. Cited arbeitet an der Früherkennung von Krebs und hat unter anderem auch einen Test entwickelt, der Speiseröhrenkrebs sehr früh erkennt und wurde dafür ausgezeichnet mit dem The Pre-Galien Award. Das ist das Äquivalent zum Nobelpreis, nur eben für Biopharmazie und Technologie, also sehr beeindruckend. Und wir freuen uns gleich, hier mehr darüber zu erfahren, wo und wie Machine Learning und KI hier eben auch zum Einsatz kommt und welche Rolle Open Innovation spielt. Begrüßen Sie Dr. Marcel Gehrung, CEO und Co-Founder von Cited. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen und was für eine hervorragende Teilnehmerzahl an diesem Event heute hier. Frau Dr. Hofmeister Graut hat mich gerade eben schon als Exilschwabe vorgestellt. Deswegen werde ich mir jetzt auch ein Glas Sprudel einschenken, das gibt es nämlich in England. Hauptsächlich nicht mehr heutzutage. Aber wie gerade eben schon gesagt und vielen Dank Frau Ziegler für die Vorstellung. Mein Name ist Marcel Gehrung und ich habe die letzten Jahre in meinem Leben hauptsächlich an der Schnittstelle zwischen dem Gesundheitswesen und technologischer Innovation in der künstlichen Intelligenz verbracht. Wenn Sie sich an die Vorstellung meiner Person gerade erinnern, dann haben Sie sicherlich festgestellt, dass weder ich noch die Firma in Deutschland ansässig sind. Wie kommt es also dazu, dass heute ein englischer Stuttgarter hier über Krebsfrüherkennung und Medizin, künstliche Intelligenz spricht? Nach meinem Studium in Tübingen vor einigen Jahren bin ich Ende 2017 nach Cambridge in England gezogen und habe dort im Bereich maschinelles Lernen auf medizinischen Daten promoviert. Während meines Studiums in Tübingen hatte ich eine kleine IT-Agentur geleitet, hauptsächlich im Bereich Softwareentwicklung, war in verschiedenen studentischen Organisationen mit involviert und hatte mir dann vor dem Beginn meiner Promotion geschworen, alle diese Nebenaktivitäten abzulegen und dann für die nächsten 3 bis 4 Jahre voll mich der akademischen Forschung hinzugeben. Das Ganze war 2018. Die Tatsache, dass ich jetzt hier stehe, sagt Ihnen einiges darüber, wie gut ich darin bin, die Versprechen mit mir selber zu halten. Jetzt haben wir heute 2023. Das zeigt, dass ich mich anscheinend nicht von den unternehmerischen Ideen abwenden kann und immer in diese Richtung auf jeden Fall gravitieren werde. Und als Teilzeitidealist klingt das natürlich hervorragend, aber wir leben natürlich in einer Realität, in der immer wieder neue Ideen entstehen und vor allem mit der akademischen Forschung neue Ideen entstehen und natürlich auch unsere Verantwortung zu einem gewissen Punkt ist, diese Ideen zu nehmen, umzusetzen und in die echte Welt rauszubringen. Wenn das nicht passiert wäre und ich meine Promotion nicht beschleunigt hätte und das Ganze vermutlich eher in der akademischen Forschung geblieben wäre, dann hätten wir bestimmt viele klinische Studien zu der Technologie, über die ich Ihnen gleich noch was erzählen werde, durchgeführt, hätten aber vermutlich nicht seit 2020 vielen Zehntausenden von Menschen besseren Zugang zur Krebsfrüherkennung liefern können. Und um besser zu verstehen, warum englischsprachige Länder gute Startblöcke für Firmen in dem Bereich sind, hauptsächlich im Gesundheits- und Technologiebereich und was wir hier in Deutschland davon lernen können, stellen wir den Hintergrund zu meiner Person erstmal beiseite und stattdessen schauen wir uns die Gründe an, warum Krebs im Mittelpunkt vieler Gesundheitssysteme steht. Die Frau Ziegler hat es gerade eben schon erwähnt. Einer von 2 Menschen heutzutage wird in seinem Leben eine Krebsdiagnose gestellt bekommen. Einer von 2 Menschen. Das heißt, jeder 2. von uns in diesem Raum entweder hatte, hat oder wird in seinem Leben eine Erfahrung mit Krebs machen. Das verursacht jedes Jahr 800 Milliarden Dollar globale wirtschaftliche Belastung und 10 Millionen Leute oder Menschen sterben jedes Jahr an krebsbedingter Ursache. Um das ein bisschen in den Kontext zu setzen, das sind mehr Leute als in den letzten 3 Jahren insgesamt
offiziell nach WHO-Daten an Corona gestorben sind. 10 Millionen Menschen jedes Jahr. Jeder von uns in diesem Raum kennt Menschen, die Erfahrungen mit Krebs gemacht haben. Viele von uns werden Familie oder Freunde an Krebserkrankungen verloren haben. Der mit Abstand wichtigste Faktor bei Krebs ist allerdings, wann die Diagnose stattfindet. Jetzt ist Krebs, und ich weiß es nicht, wie viel Sie sich noch an Biologie, Biologie aus der Schule erinnern können, jetzt ist Krebs keine binäre Krankheit, die man heute hat oder gestern dann vielleicht nicht hatte. Krebs geht durch verschiedene Stadien. Krebs fängt oft bei Vorstufen an, die manchmal gutartig oder bösartig sein können, und geht dann über Stadium 1, 2, 3, 4, die meistens dadurch definiert sind, wie lokalisiert der Krebs zum Beispiel im Körper ist, aber auch wie die Biologie des Krebses definiert ist. Jetzt ist aber eine der größten Herausforderungen, die sich in der Krebsforschung über die letzten Jahrzehnte und seit diese Krankheit eben besser studiert ist, in den Fokus gerückt ist, dass die meisten Krebsdiagnosen im Stadium 3 oder 4 gestellt werden. Das klingt jetzt auch genauso, was Ihnen Ihr Bauchgefühl in dem Fall sagen wird. Stadium 3 und 4 sind schlechter als Stadium 1 und 2. Das heißt normalerweise, dass der Tumor oder der Krebs sich schon im Körper verbreitet hat. Das heißt, dass wir mit den normalen Therapien, die wir heutzutage zur Verfügung haben, meistens nur das Leben verlängern können und idealerweise die Lebensqualität so hoch wie möglich halten können. Die Statistik dazu ist nicht gerade besonders optimistisch. Weniger als 50% aller Krebsfälle werden im Stadium 1 oder 2 diagnostiziert. Das heißt, ein Großteil davon werden im Stadium 3 oder 4 diagnostiziert, was eben genau dazu führt, dass viele dieser Patienten eine niedrige Lebensqualität haben, aber auch nicht mehr allzu viele Jahre in ihrem Leben übrig haben. Bei SciTed beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Krebs im Verdauungstrakt. Jetzt müssen Sie auch dazu wissen, wir haben vorher gesagt, einer von zwei Menschen bekommt in seinem Leben eine Krebsdiagnose gestellt. Einer von vier Menschen oder einer von vier von diesen Krebsdiagnosen ist Krebs im Verdauungstrakt. Verdauungstrakt beinhaltet in dem Fall die Speiseröhre, den Magen und den Darm. Und einer von drei Krebstoden ist zurückführbar auf den Verdauungstrakt. Sie sehen also, dass wenn man alleine mit diesen Krebsformen in diesem Organ im Verdauungstrakt, wenn man hier von Stadium 3, 4 bis auf Stadium 1 oder 2 verschieben kann, die Diagnose, oder idealerweise noch ein Frühstadium detektieren kann, können Sie hier enormen Einfluss darauf haben, wie sich im öffentlichen Gesundheitswesen Krebs als eine der Haupttodesursachen darstellt. Eine dieser Krebsarten und die Krebsart, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen, ist Speiseröhrenkrebs. Das ist die einzige Krebsart, deren Inzidenz, deren Vorkommen über die letzten 3 Jahrzehnte sich um das 6-fache erhöht hatte. Alle anderen Krebsarten, die wir heutzutage in den Medien oder auch teilweise in der Schule eben beigebracht bekommen als diejenigen, die wirklich definierend sind für das, wie wir Krebs verstehen, wie Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, sind alle in den letzten 2 Jahrzehnten durch viele öffentliche Gesundheitsmaßnahmen im Vorkommen eher stetig geblieben oder nach unten gegangen. Wir haben extrem viele Maßnahmen zur Prävention und zur Früherkennung in diesen Krebsarten bereits eingeleitet. Speiseröhrenkrebs ist eine der Krebsformen, wie gesagt, die 6-fach sich im Vorkommen erhöht haben über die letzten 3 Jahrzehnte. Das hat dazu geführt, dass viele Gesundheitssysteme weltweit, vor allem in der westlichen Welt, diese Krebsart als Fokusbereich in der öffentlichen Gesundheit identifiziert haben und mittlerweile viel Kapital in diesem Bereich gerade zur Prävention, aber eben auch zur besseren Medikamentenentwicklung und Früherkennung committed wurde. Jetzt ist es so, dass gerade bei Speiseröhrenkrebs über 80% aller Diagnosen im Stadium 3 oder 4 gestellt werden. Wenn Sie heutzutage mit Speiseröhrenkrebs diagnostiziert werden im Stadium 3 und 4, dann ist die Chance, dass Sie für mehr als 5 Jahre überleben, ungefähr 20%. In manchen Ländern sogar weniger als 10%. Gleichzeitig, wenn Sie es aber schaffen würden, in irgendeinem Kontext in Stadium 1 oder 2 diagnostiziert zu werden, dann ist die 5-Jahres-Überlebenschance bei über 80%. Und diese 5 Jahre sind dann nicht Jahre, die Sie mit niedriger Lebensqualität verbringen können. Das sind
5 Jahre in die höchste Lebensqualität gegeben würde, aber natürlich auch nach diesen 5 Jahren ist die Überlebenschance für diese Patienten immer noch relativ hoch. Warum? Weil wir eben die Möglichkeit haben, Stadium 1 oder 2 Krebstumore meistens chirurgisch zu entfernen und dadurch sie danach sozusagen krebsfrei sind, was bei Stadium 3 oder 4 nahezu unmöglich ist. Jetzt ist es so, dass Speiseröhrenkrebs eine Vorstufe hat, nicht unbedingt alle anderen Krebsformen können das Gleiche von sich selber behaupten, aber diese Vorstufe heißt Barrett-Esophagus. Das haben jetzt manche von Ihnen vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Krankheit, die hauptsächlich durch langfristiges Sodbrennen ausgelöst wird. Einige der wichtigen Charakteristiken von Barrett-Esophagus, die viele nicht wissen, das Vorkommen in der Bevölkerung ist ungefähr 1-2%, was für so eine Krankheit extrem hoch ist. Und es führt dazu, dass sich das Risiko, Speiseröhrenkrebs zu entwickeln, um das 40-50-fache erhöht. Barrett-Esophagus zu haben, ist wesentlich gefährlicher als zum Beispiel einen Darmpolypen bei der Darmspiegelung diagnostiziert zu bekommen. Das große Problem, was Sie dabei haben, ist, dass Barrett-Esophagus hauptsächlich nur durch eine Magenspiegelung diagnostiziert werden kann. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen schon mal eine Magenspiegelung in seinem Leben oder ihrem Leben hatte. Ist nichts Angenehmes. Was dabei passiert ist, dass Sie normalerweise ein Endoskop durch den Mund eingeführt bekommen mit einer Kamera am Ende dieses Endoskops und durch diese Röhre werden dann Biopsien genommen, das heißt Gewebeproben, die dann im Labor analysiert werden können. Das ist alles andere als eine angenehme Erfahrung und ich sehe einige nickende Köpfe auch im Publikum. Jetzt ist die Lösung dafür kompliziert. Einer von 5 Erwachsenen hat regelmäßiges Sodbrennen. Jetzt ist die Infrastruktur, die unsere Gesundheitssysteme aufgebaut hat, für die Früherkennung von Speiseröhrenkrebs, indem man diesen Barrett-Esophagus eben diagnostizieren kann, alles andere als darauf ausgelegt, dass jeder dieser Patienten eine Magenspiegelung bekommen wird. Was machen wir da? Was wir in Cambridge über die letzten Jahre gemacht haben und uns viel damit beschäftigt haben, ist, einen Test zu entwickeln, der minimalinvasiv ist. Dazu brauchen Sie keine Endoskopie. Der kann in 5-10 Minuten durchgeführt werden. Den könnten wir jetzt sogar hier durchführen, das machen wir aber nicht. Und wie der funktioniert, ist, dass statt sich einer Magenspiegelung zu unterziehen, können wir mit einem sehr interessanten Ansatz, indem wir eine Kapsel schlucken, die an einem Faden aufgehangen ist. Diese Kapsel geht in den Magen, nach einigen Minuten löst sich die Kapsel auf und ein kleines Stück an Schwamm dehnt sich sozusagen aus. Nach 7 Minuten wird dieser Schwamm dann entfernt. Das klingt jetzt ein bisschen unangenehm, ist immer noch wesentlich angenehmer als eine Magenspiegelung und es sammelt sozusagen Zellen über die gesamte Länge der Speiseröhre und des oberen Teils des Magens ein. Was wir dann machen ist, wir können diese Zellen präservieren, wir können diese Zellen erhalten, schicken die dann an eins unserer Labore und in unserem Labor können Sie sich dann so vorstellen, dass wir die Möglichkeit haben, die gesamte Speiseröhre abzubilden, weil Sie sozusagen überall aus der Speiseröhre Zellen eingesammelt haben. Wie sieht das aus? Das sieht so aus. So. Das Wichtigste hier ist, das sind meine Zellen. Das ist, wo ich den Test gemacht habe vor einigen Jahren. Und was Sie hier sehen, sind hauptsächlich gesunde Zellen. Ich habe keinen Barrett-Esophagus, das ist schon mal hervorragend. Aber Sie sehen jetzt hier einen Arzt, der sozusagen durch diese ganzen Zellen hindurchgeht. Hier zum Beispiel sind ein paar Magenzellen im Bild gewesen. Alles, was Sie hier sonst sehen, sind normale, gesunde Speiseröhrenzellen. Aber die große Herausforderung, die jetzt wahrscheinlich Sie haben, die aber auch der Arzt hat, wenn er sich diese Probe anschaut, ist, die Zellen zu finden, die abnormal aussehen. Und Abnormalität in diesem Fall kann hier wirklich eine einzelne Zelle sein. Sie haben jetzt hier gerade, und ich sehe schon einige Blicke, die auf die Folie gerade gehen, eine einzelne Zelle, die abnormal aussieht, hier zu finden, ist extrem kompliziert, ist extrem einfach zu verpassen als Arzt. Was jetzt eben wir gemacht haben, ist, wir haben verschiedene künstliche Intelligenz-Algorithmen entwickelt, mit denen man mehrere verschiedene Dinge hier machen kann. Einer der Hauptpunkte, die wir hier adressieren, ist, Algorithmen zu entwickeln, die dem Arzt sozusagen zeigen, welche dieser individuellen Zellen eben eine Abnormalität aufzeigt. Das führt dazu, dass wir teilweise die Zeit, die man dazu braucht, um diese Bilder zu analysieren, um das 30-40-fache reduzieren können. Gleichzeitig aber auch die Chance, dass eine Zelle verpasst wird, um das 10-fache zu reduzieren. Gleichermaßen verwenden wir dieselben Algorithmen heutzutage auch, um nicht nur die existierende Diagnose von Barrett-Esophagus zu verbessern, sondern auch
neue Biomarker zu entwickeln, die jegliche Arten von Erkrankungen im oberen Verdauungstrakt indizieren. Also wir können sozusagen auch mehr als das menschliche Auge sehen. Wir können sozusagen jede dieser einzelnen Zellen analysieren und schauen, ob sie von einer normalen erwarteten Zelle abweicht. Jetzt ist es so, nachdem wir hier eine kurze Exkursion in meine eigene Speiseröhre unternommen haben, dass wir jetzt einmal ins Jahr 2020 zurückgehen und ich Ihnen mal kurz meinen Gedankengang schildern will, während man sich in der Firmengründung in Großbritannien befindet. Zwei Themen, die damals die Schlagzeilen im großen Stil definiert haben, Coronavirus und Brexit. Zu Coronavirus, da wissen Sie wahrscheinlich alle alles, was ich weiß und wahrscheinlich noch viel mehr, wie das hier in Deutschland ausgesehen hatte. Im National Health Service, im NHS in Großbritannien waren auch einige große Herausforderungen, die dadurch gestellt wurden. Aber natürlich hatten wir in Großbritannien noch ein viel größeres Problem und das ist auch immer noch ein Problem, mit dem wir heute umgehen müssen und was auf die Innovationslandschaft einen großen Einfluss hat, das ist Brexit. Jetzt ist es so, dass Brexit natürlich Großbritannien auf eine gewisse Art und Weise isoliert hatte. Wir haben natürlich immer noch hervorragende Universitäten dort, wo hervorragende Forschung gemacht wird. Viele von Ihnen fragen sich jetzt wahrscheinlich, ob ich darauf kommentieren werde, wie die britischen Supermärkte aktuell bestückt sind. Das ist ja das Einzige, was man hier, glaube ich, in den Nachrichten so groß hört. Kann ich Sie alle versichern, wir sind gut versorgt bisher. Aber Sie können sich vorstellen, es ist alles andere als einfach gewesen, in 2020 eine Firma zu gründen. Es ist alles andere als einfach gewesen, Risiko einzugehen, Risikokapital einzusammeln von Investoren. Aber gleichzeitig eben auch zu versuchen, Mitarbeiter einzustellen, ein Team aufzubauen, eine Kultur aufzubauen. Jetzt ist es so, dass wenn wir einmal kurz die Geschichte von Cite durchgehen, wir insgesamt bisher knapp unter 30 Millionen an Risikokapital eingesammelt hatten 2020 unseren ersten Mitarbeiter eingestellt, sind jetzt knapp über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben über 14.000 Tests im NHS abgeliefert und einer unserer Hauptfokusbereiche aktuell ist die Expansion in neue Märkte, USA und Europa, sind da ganz mit oben dabei. Und aus meiner eigenen Erfahrung über die letzten Jahre mit einer ganz, ganz, ganz spezifischen Lösung zu einem ganz, ganz, ganz spezifischen Problem habe ich für mich persönlich gelernt, dass Innovation dort stattfindet, wo Zweck auf Nutzen und eine gute Portion Wille trifft. Wie Sie sich hier vorstellen können, haben wir unterschiedlichste Teams, die an dieser Technologie arbeiten, von Ingenieuren über Molekularbiologen bis zu Computerwissenschaftlern und natürlich auch extrem große klinische Teams, die versuchen, jede einzelne Komponente dieser Technologie miteinander zu verbinden, sodass am Ende des Tages ein einzelner Patient diesen Test angeboten bekommt und dann am Ende idealerweise natürlich eine negative Diagnose gestellt bekommt, aber im Falle einer positiven Diagnose die richtigen nächsten Schritte eingeleitet werden können. In der Medizin gibt es viele Stimmen, die Neues in der KI als gefährlich oder mit Grenzen oder Einschränkungen charakterisieren. Oft ist es darauf zurückzuführen, dass es eben ein nicht hinreichendes Verständnis gibt. Die Basis hierfür ist oft das mangelnde technische Verständnis. Und wie Frau Dr. Hofmeister Graut auch schon gesagt hatte, in den letzten Monaten vor allem mit ChatGPT, wo fast sogar eine neue Ära der künstlichen Intelligenz eingeleitet wurde, haben wir natürlich auch mehrere Komplexitäten, die durch regulatorische und durch ethische Elemente in der Medizin beeinflusst werden. Jetzt will ich Ihnen, bevor wir zum Ende der Präsentation kommen, einige Beispiele geben, was sind aktuell die Trends in der medizinischen KI sind. Viele von Ihnen haben vielleicht die einen oder anderen hier schon gehört. Das erste hier zum Beispiel ist die KI-basierte Medikamentenentwicklung. Das ist, was vor allem in den letzten 5 bis 6 Jahren sehr groß geworden ist. Was hier gemacht wird, ist, dass man verschiedene Algorithmen nimmt und Moleküle baut, die idealerweise an die richtigen Stellen im Körper andocken und zum Beispiel verschiedene Krankheiten, deren Symptome zu reduzieren oder möglicherweise diese Krankheiten komplett zu heilen. Das zweite hier ist das Deep Learning für die medizinische Bildgebung. Das ist was wir bei Cited relativ viel verwenden. Sie nehmen also jegliche Arten von medizinischen Bildern und versuchen entweder Ärzte zu unterstützen oder versuchen eben mehr zu sehen, als das menschliche Auge sehen kann. Und das letzte hier ist die Sprachverarbeitung. Da gehört ChatGPT natürlich auch dazu, dass wir versuchen, aus der elektronischen Patientenakte so viele Daten wie möglich zu extrahieren, wie zum Beispiel Notizen von einem Arzt oder von einer Ärztin und aus diesen Informationen dann Krankheiten frühzeitig zu erkennen, bevor wir sie überhaupt messen können, wie zum Beispiel Diabetes. Ich hatte gesagt, dass Innovation
meistens dort stattfindet, wo Zweck auf Nutzen mit einer guten Portion Wille trifft. Dazu müssen verschiedene Parteien Hand in Hand arbeiten. Wir brauchen mehr Initiativen, in denen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Medizinerinnen die großen Datensätze verantworten und diese großen Datensätze auch verantwortlich zusammenführen und Innovatoren zur Verfügung stellen. Wir haben hier in Deutschland und in Europa große Herausforderungen im Bereich Datenschutz und Privatsphäre. Auch hier, und das sind wir in Großbritannien zum Beispiel vielleicht einen Schritt voraus, wird grundsätzlich mit einer Lösungsmentalität in diesem Bereich gearbeitet. Da ist definitiv noch die eine oder andere Hausarbeit zu tun. Und das Letzte ist, dass die Politik natürlich eine massive Rolle spielt. Das wurde vorher in der Einführung auch kurz erwähnt. Es geht darum, ein wirtschaftliches Umfeld zu schaffen, in dem Geldgeber die richtigen Mittel zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Risikotoleranz bereitstellen können. Und höhere Risikobereitschaft mit gesunder Verantwortung ist hier der Schlüssel. Und bevor ich Sie jetzt wieder an die Frau Ziegner zurück übergebe, wünsche ich Ihnen einen exzellenten Tag mit einem diversen Programm und einen letzten persönlichen Rat. Krebsvorsorge und Bewusstsein fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Erinnern Sie sich an den Anfang meines Vortrags? Jeder zweite von uns wird in seinem Leben eine Krebsdiagnose gestellt bekommen und einer von vier Menschen stirbt an Krebs. Geben wir uns dem einfach hin, selbstverständlich nicht. Um alle von Ihnen ein bisschen optimistischer in den Tag zu entlassen, wir haben heute schon die Mittel und Innovationen zur Hand, um an diesen Zahlen einen gewaltigen Unterschied zu machen. Früherkennung und Prävention sind dazu essentiell und ich hoffe auch, dass Sie die nächste Einladung zur Darmkrebsvorsorge oder Brustkrebsvorsorge nach diesem Vortrag heute aus einem komplett neuen Winkel betrachten können. Dankeschön. Das begeistert mich. Ich denke tatsächlich, dass Technologie und Digitalisierung gerade im Digital Health Bereich uns einfach mit den größten Nutzen bringt. Und ich denke, dass einige nachher daran interessiert sind, wo sie diesen Test schon machen können. Eine kurze Nachfrage, aber ChatGPT hat nicht wirklich schon Zugriff auf unsere Krankenakte, oder? Okay, dann bin ich beruhigt. Alles klar. Wir kommen zu einem weiteren Thema, Open Innovation, wechseln jetzt die Branche, jetzt geht es auch in Richtung Mobilität. Unser nächster Speaker ist Dr. Matthias Juritko, der CEO von Zellcentric. Das ist ein Joint Venture der Daimler Truck AG und der Volvo Group. Und das Ziel von Zellcentric ist, kein geringeres als der weltweit führende Hersteller von Brennstoffzellen zu werden und damit eben auch eine emissionsfreie Mobilität zu unterstützen. Und vor welchen Herausforderungen diese Mission aktuell steht und wo auch die Reise hingeht, das wird er uns jetzt gleich persönlich näher bringen. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Juritko, CEO der Zellcentric GmbH und KUK AG. Dankeschön. So, Dankeschön, Frau Ziegler, und vielen Dank für die Einladung, Frau Minister Hofmeister Kraut und sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein. Mir hat man gesagt, stehen nicht hier, da hat man hier so einen schwarzen Balken vorm Kopf, das sieht man aus wie ein Panzerknacker, also deswegen stelle ich mich jetzt mal hier hin und versuche Sie mit dem Vortrag über die Brennstoffzellenantriebe für eine emissionsfreie Mobilität, für das, was wir im Unternehmen als Innovation betreiben und wie es auch dazu gekommen ist, einen Einblick darüber zu geben. Ich bin stolz, hier zu sein, in einem Land der Tüftler, der Cleverless und das natürlich dann in der Nachfolge von Namen. Wir reden über Mobilität, eben von einem Benz, eben von einem Daimler, eben von einem Zeppelin, eben auch von einem Maybach. Und das ist natürlich mit einem Bosch im Kontext, das ist natürlich schon, bin ich sehr stolz darauf, hier bei Ihnen hier zu sein. Ich bin stolz, Ihnen Innovationen zu erzählen, über Innovationen zu berichten von einem Unternehmen, das eine 30-jährige Mentalität zu Innovation und eigentlich eine Start-up-Erfahrung hat. Das heißt, wer 30 Jahre an einem Thema dran ist, der braucht die notwendige Passion. Sie haben vorhin auch schon davon berichtet, Sie brauchen die Ausdauer, das spricht man von der Endurance, das spricht man dann auch von dem Ownership, das Innovation benötigt in der Umsetzung. Und wir haben es vorhin gehört im Vortrag, auch von dem notwendigen Trust in der Zusammenarbeit. Und am Ende gehört alles zusammen natürlich auch zu einem Caring. Und das ist auch mithin der Grund, warum ich jetzt hier zu Ihnen und mit Ihnen dann auch spreche, hoffentlich dann auch im Nachgang. Innovation braucht ein Passion.
Innovation braucht eine Vision. Die Passion, die wir haben, das ist am Ende des Tages der Purpose, warum wir hier sind. Und dieser Purpose ist der, dreht sich um, the climate change is not a myth. Der Klimawandel steht vor uns. Wir haben diese Passion und wir haben die Aufgabe, wir haben diesen Purpose, hier etwas dagegen zu tun. Ich möchte hier nicht einen Klimavortrag halten, aber wir stehen tatsächlich vor dem Problem, dass wir bis 2050 die einzigste Möglichkeit haben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und danach ist es ein irreversibler Prozess. Und wir sind ein Teil, mit unserem Unternehmen diesem Prozess Einhalt zu gebieten und emissionsfreie Mobilität bis 2050 auch sicherzustellen mit dieser Technologie. Das ist die Passion, das ist das, weshalb wir dann auch da sind. Weil wir können an diesen Trucks, an denen Sie jeden Tag vorbeikommen, an denen kommen wir nicht vorbei. Natürlich sagt jeder von Ihnen, ja, batteriebetriebenes Fahren. Ich kann auch sogar auf mein Fahrzeug, auf meinen PKW kann ich verzichten. Da gibt es einen ÖPNV, der mich dabei auch entsprechend unterstützt. Es gibt die Radwege, Radwegeausbau. Aber haben Sie sich schon mal dazu Gedanken gemacht, wie Sie aus dem Baumarkt die Sachen, die Sie fürs Wochenende arbeiten, mit nach Hause nehmen wollen, wie Sie das denn eigentlich hinkriegen? Nein, Sie müssen es liefern lassen. Das ist nicht nur dieses, auch was auch die Versorgung Ihrerseits anbetrifft, im täglichen Bedarfen, aber auch ein wesentlicher Bedarf. Wie kommt denn eigentlich der Müll von Ihnen von zu Hause dann auch auf den Müllabladeplatz. Ohne LKW ist das Leben für uns undenkbar. Und um den Einfluss, was emissionsarmer Transport, emissionsfreier Transport bedeutet, Ihnen einfach mal eine Zahl hierbei mitzugeben, dass der LKW in seinem Betrieb alleine 5% für die menschgemachte CO2-Aufkommen auf dieser Erde verantwortlich ist. Und es ist egal, ob es jetzt auf der Erde in Summe oder in Europa oder in Deutschland, 5% alleine ist dem Schwer-LKW zuzuordnen. Das ist der Hebel, an dem setzen wir an. Und wenn Sie über Tonnenkilometer, wenn Sie jetzt so sehen, wenn er 40 Tonner 100 Kilometer fährt, dann hat er 4000 Tonnenkilometer hinter sich gebracht. Und das ist der CO2-Aufkommen, wo wir zusammenarbeiten. Heißt, nochmals die Passion, wir arbeiten an einer emissionsfreien Transport in einem sehr energieintensiven Gewerbe. Und es ist nicht nur jetzt diese Passion, hier einen Beitrag dazu zu leisten, sondern dazu gibt es natürlich auch Rahmenbedingungen, die uns dazu zwingen, dieses zu tun. Und Sie haben es wahrscheinlich gerade auch aus der Presse mit erfahren, dass die CO2-Regulative über die Gesetzgebung bis 2025 -15%, bis 2030 -30% schon überholt wurden. Jetzt sind es 45%, sprich das Ziel wurde um 50% nach oben angepasst. Die Pönalen, die bei der Nichterreichung im Großflottenverbrauch dann zu bezahlen sind, sind so immens, dass hierbei eine gesamte Industrie am Scheitelpunkt steht. Sprich, es braucht eine Disruption in der Technologie, Transport, Gütertransport für die Zukunft dann auch zu gewährleisten. Das ist der Druck, den wir haben, den die Gesellschaft jetzt auch auf die Unternehmen ausgeübt hat. Energie, wir kommen wieder auf die Energie. Die Energie ist und hat ja ein Problem, das entsprechend zu transportieren. Wir können, stellen Sie sich die Frage, wie transportieren Sie Elektronen? Und so kommen wir natürlich dann auf das Thema der Moleküle. Und die Moleküle lassen sich, das ist der Transport von Wasserstoff. Somit lässt sich Energie über ein weltweites Netz dorthin bringen, wo es denn notwendig ist und wo sie dann auch dann zum Bedarfsträger, Schluss letztendlich dann auch zum Nutzer, zum LKW dann auch gebracht wird. Das ist eine Zusammenarbeit, ein Netzwerk, das sich weltumspannend bei dem Jahr 2050 gibt es Zahlen, wo man von 650 Millionen Tonnen, die transportiert werden müssen zu den entsprechenden Energieverbrauchern. Wir in Europa haben das eine Problem, dass wir hierfür zu wenig Sonne, Wasser bzw. Windenergie haben, sprich die ganze Energie, dort wo es dann auch benötigt wird, muss aus der Welt dann an den Verbraucherort gebracht werden. Aus dem entsteht ein vollkommen neues Ökosystem. Das ist der Ansatzpunkt für Innovation. Innovation bildet den Nährboden, eben um dieses dann auch gestalten zu können. Die Wertschöpfungskette, sei es über die Entstehung, wir reden dort von Sun to Wheel und nicht von Well to Wheel, von Sun to Wheel, diese Innovation, dazu braucht es
am Ende des Tages sie alle, um diese dann auch nicht nur zu gestalten, sondern auch für jeden erlebbar zu machen, um dieses Ziel 2050 erreichen zu können. Und das Wesentliche spielt für uns in unsere Technologie, hinter der wir stehen, stellt der Wasserstoff. Da haben sich zwei Unternehmen zusammengeschlossen, die sich normalerweise auf dem Markt, das kennen Sie, das wissen Sie, den Mercedes und den Volvo begegnen Sie jeden Tag auf den Autobahnen unseres Landes und in Deutschland. Diese beiden treffen sich dort, aber dort kommen wir jetzt an etwas Neues, ich komme nachher nochmal drauf. Hier treffen sich jetzt zwei, die sich einem verschrieben haben, und zwar Leadership heißt am Ende des Tages Partnership. Partnership ist the new leadership. In dem stehen diese zwei Unternehmen, die sich jetzt zusammengefunden haben, um dort ihrer Verpflichtung, auch aus dem Pariser Klimaabkommen, dann nachzukommen. Klima zum einen, die Zielrichtung heißt auch, und das ist immer die Frage, die dann kommt, warum denn der Wasserstoff? Wasserstoff und die Brennstoffzelle ist dieses, dass sie hierbei zum einen das Thema Gewicht, Gewichtsreduzierung, Gewichtsoptimierung im Langstreckenverkehr, zum anderen aber auch natürlich die Reichweite. Wir reden hier über Reichweiten von 800 bis 1000 Kilometern, ohne entsprechend nachtanken zu müssen. Und das Nachtanken ist ein Thema, Sie wissen, Batteriebeladung und so weiter. Das ist etwas, ein LKW muss wie ein Flugzeug, muss am Ende des Tages 24 Stunden fahren mit unterschiedlicher Fahrerbesetzung. Das ist die beste Auslastung, die ein LKW hat. Und dieses am besten noch mit einem Auffüllgrad von 80-90%. Das wäre das noch Beste, weil dann haben Sie am Ende des Tages die Straßen dabei auch ein bisschen entspannter gemacht. So, das heißt, Reichweite auf das Befüllen, Wiederbeladen und aber auch das Gewicht. Das ist der Grund, warum diese beiden Unternehmen für sich beschlossen haben, diese Technologie, die Brennstoffzellentechnologie, für sich über eine schon bereits bestehende Entwicklung, und zwar der Brennstoffzelle, der Cellcentric AG, weiter zu gestalten. Die Cellcentric selbst ist, wie ich schon bereits gesagt habe, ein Unternehmen mit 30 Jahren Erfahrung im Umgang mit Brennstoffzellen. Wir sind nicht nur hier in Kirchheim-Teck bzw. in Namern, sprich hier in der Mitte des Landes ansässig. Nein, wir haben auch eine Gesellschaft im sogenannten Silicon Valley des Wasserstoffs, und zwar in Vancouver, wo wir Forschung ebenfalls dort betreiben. Wir haben 700 Patente auf dieses, und das ist die Innovationskraft dieses Unternehmens, 700 Patente, und es werden jedes Jahr werden es mehr, mit 350 Entwicklern, die daran arbeiten. Und jetzt kommen wir auf dieses, was wir vorhin gesagt haben, da arbeiten jetzt Forscher zum einen, aber das heißt, die Forschung muss natürlich jetzt auch dann überführt werden über einen Transformationsprozess in eine Industrialisierung, sodass aus der Industrialisierung dann die Skaleneffekte entstehen, weil nur die Skaleneffekte machen danach dann auch eine Innovation für jeden auch nutzbar und auch wirtschaftlich nutzbar. Wir als Cellcentric, wir haben den Anspruch, in dem aus den 30 Jahren jetzt in die Kommerzialisierung, Industrialisierung, dort auch die entsprechenden Standards zu setzen. Weil wir befinden uns in dieser Industrialisierung an dem Tag Null. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Und deswegen, das Unternehmen, in dem wir sind, befindet sich genau an diesem Tag Null der Transformation aus der Forschung und Entwicklung in der ersten Phase, die ersten Prototypen auch auf die Straße zu bringen. Die sehen Sie schon bereits, haben vorhin das Bild gesehen mit dem Daimler, mit dem Mercedes-Benz-Truck und mit dem Volvo-Truck, die schon bereits zehntausenden Kilometern auf den Straßen dabei an Erfahrung auch sammeln. Das Unternehmen mit dieser Ursprungsinnovation, mit dieser Ursprungsentwicklung über die Prototypen dann in eine nächste Phase dann zu entwickeln, und zwar über eine Kleinserienphase, dort dann die Prozesse, die zur Herstellung notwendig sind, dort abzusichern und über die Absicherung danach dann in die große Skalierung, dann in die Großserie, dann in der Nähe, das haben Sie bestimmt auch verfolgt, in der Nähe von und von Kirchheim in Weilheim dann in das sogenannte Klimawerk dann zu überführen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und wenn Sie vorhin mal doch die Worte wie Mindset gehört haben, forschen ist ein tolles Mindset.
Die Liebe zum Erfinden höret niemals auf, das hat mal Carl Benz gesagt. Und das haben wir auch jeden Tag aufs Neue. Das aber auf den Punkt zu bringen, dann auch entsprechend dann in Anlagen, die jetzt diese Skalierung bisweilen noch nicht erfahren haben, aber dieses Wissen in eine Anlage dann auch zu überführen und dann auch Vermarktung nachhaltig dann auch zu gestalten, das ist die Aufgabe. Das ist der Grund, und ich habe das auch nochmal bei der Innovation noch deswegen mit reingenommen, warum diese Wasserstofftechnologie in der Vergangenheit so nicht diese Resonanz bekommen hat. Diese Wasserstofftechnologie, die gibt es seit 1838, das darf man nicht vergessen. By the way, wissen Sie, dass Rudolf Diesel am 23.02. vor genau 130 Jahren sein Patent eingereicht hat. Wir haben 130 Jahre an einer Optimierung einer Verbrennertechnologie gearbeitet. Und wenn ich jetzt 2050 rede, wo wir gerade eben sind, es verbleiben uns 27 Jahre, um CO2-neutral zu werden. 130 Jahre haben wir teilweise in Mini-Prozenten graduell gearbeitet und wir haben jetzt den großen Schritt, 27 Jahre bis zur CO2-Null-Verbrauch zu bringen. Das ist eine Disruption. Wenn man von Disruption spricht, dann ist es das. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Und diese gewaltige Aufgabe hat zum einen natürlich den Ursprung in der Gesellschaft, zum anderen natürlich aber aus der Regulatorik. Und das war auch das Problem, dass in der Vergangenheit diese Innovation nicht in der Form zum Einsatz gekommen ist und auch zur Anwendung gekommen ist. Es sind nun mal die hohen Kosten der Produktion. Es sind die geringen Mengen gewesen. Und da trifft sich natürlich bei der geringen Menge, trifft sich, wenn der Bedarf nicht da ist, gibt es natürlich auch keine Infrastruktur und vice versa. So dreht sich es leider, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Das hat man jetzt allerdings erkannt. Deswegen dieses Ecosystem, das sich jetzt gerade eben ausbildet, das ist die Grundlage für das Narrativs des Wasserstoffs in der Nutzung. Es ist ja also nicht nur die Produktion, die eigene Produktion. Es gilt natürlich auf dem Weg, auch die Lieferanten davon zu überzeugen, einem mit diesem Vision, der auch entsprechend zu folgen, dabei auch mit zu investieren. Und in der Vergangenheit hat es einfach dazu geführt, dass dieses Mitinvestieren, dieses Mitmachen, dieses Mitentwickeln, dass natürlich die Kosten relativ hoch waren, somit natürlich dann auch die Produktionsvolumina, somit sind wir wiederum in dem Kreislauf drin. Und deswegen ist es auch so groß und wichtig gewesen, dass sich eben die zwei weltweit größten Nutzfahrzeughersteller, Daimler Truck und Volvo, dort zusammengenommen haben, weil alleine aus diesem Volumen entsteht die wirtschaftliche Anwendung des Treibers für eine CO2-neutrale Transport. Entschuldigung. Nochmal schwind auf die limitierenden Faktoren einer Innovation. Und Sie kennen bestimmt alle das Investors-Dilemma. Und ich komme jetzt kurz auf den Punkt, kurzer Ausflug, des Investors-Dilemma. Sie kennen die S-Kurven, die S-Kurvenentwicklung. Und die S-Kurven entstehen immer irgendwo aus Anlass einer Disruption, die dazu geführt hat, dass ein Markt von diesem auch entsprechend überzeugt war. Hier sehen Sie den Gradienten, wo er nach oben geht, wo er steil nach oben geht. Dort befindet sich ein Unternehmen dabei, auch daraus den entsprechenden Gewinn zu betreiben. Aus seiner Unternehmensphilosophie her wird natürlich auch sehr viel dafür investiert, um die Position, die das Unternehmen mit seinem Produkt auch relativ zum Wettbewerb auch abzusichern. Und jetzt kommen Sie plötzlich mit Ihrer Innovation daher. Jetzt wollen Sie plötzlich hier noch mitspielen. Jetzt stehen Sie plötzlich im großen Unternehmen unter großen Zahlen, unter großen Ergebnis, RONA und ROS-Ansprüchen. Jetzt kommen Sie mit Ihrer Innovation und kommen jetzt in das Unternehmen hinein. Natürlich werden Sie diese Anforderungen, die Sie dort intern haben, die werden Sie erstmal nicht erreichen. Außer es ist tatsächlich so disruptiv, dass die Fragestellung des Ursprungsunternehmens bzw. der Ursprungsentwicklung sich dann stellt. Somit haben wir natürlich, und das ist das, wo es sich darum dreht, Unternehmen reinzubringen und mit Unternehmen zusammenarbeiten, die Chance haben, sich in diesem Dilemma, in diesem Inventors-Dilemma, sich darin auch zu integrieren, sich aufzustellen und darin natürlich dann auch Fehler machen zu dürfen. Sprich, das Thema der Fehlerkultur ist in dem, was wir hier gerade eben tun, auch in dieser knappen Zeit, die uns noch verbleibt, eine sehr wichtige und essentielle für unseren Erfolg. Hier befinden sich genau in diesem Inventors-Dilemma, da ist der Nährboden für
die Startups, da ist der Nährboden für Sie, die hier in diesem Saal drin, da ist der Nährboden für uns in der Zusammenarbeit. Und die Zusammenarbeit steht für uns im Vordergrund. Wenn Sie sich vorhin gewünscht haben, einen Vortrag von mir über die Funktionsweise einer Brennstoffzelle. Ich habe das leider nur geschadet hier reingemacht, weil sonst würde ich Ihnen erzählen, wie die Brennstoffzelle, die in der zweiten Dekade dieser Dekade dann zum Serieneinsatz kommt, wie die jetzt schon aussieht. Das kann ich leider nicht. Besuchen Sie uns auf der F-Cell bzw. auf der IAA. Bei der nächsten, dann können Sie das dann auch mit Touch und viel sich dann angucken. Zusammenarbeit in dem Zusammenhang auch mit Startups, mit kleineren Unternehmen und mit den Lieferanten ist für uns essentiell, um dieses Aggregat 150 Kilowatt netto, 180 Kilowatt brutto aufzubauen. In einem LKW, in einem Langstrecken-LKW befinden sich zwei dieser Aggregate von jeweils 150 Kilowatt netto. Da sind Sie normalerweise in dem 400 PS-Segment, das ist das, was Sie auf der Autobahn sehen. Das ist der typische Mercedes 4318 oder 1843, der die Produkte von Flensburg nach München und hin und zurück bringt. Nur ganz kurz ein kleiner Produktausflug dazu. Und die Brennstoffzelle brauche ich jetzt hoffentlich nicht sagen, zwischen Wasserstoffanode und Kathode und Sauerstoff und daraus aus der Potentialdifferenz in einer Proton-Exchange-Membran entsteht dann daraus der elektrische Strom, der dann die Achse antreibt. Gut, also. Nein, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Es ist Sie brauchen für eine Innovation, brauchen Sie ein Narrativ. Ohne dieses Narrativ, für was es etwas bringt und wo Sie dann auch mehr Begeisterte mit dazu beifinden, die auch den entsprechenden Mut für die Investition haben, wird aus dieser Innovation nichts. Und hier nochmals zwei große Unternehmen, weltweite Unternehmen. Wir haben Partnerschaften, auch mit Partnerschaften, gerade eben hier aus der Nachbarschaft mit Bosch. Ganz kurz einen kleinen Ausflug, das wollte ich Ihnen zumindest noch mal zeigen, wie so etwas produziert wird. Es ist eine Produktion, die heute noch von Minuten sich auf Sekunden bezieht, weil daraus muss es schließlich aus der Menge heraus dann die Skalierung und somit die Wirtschaftlichkeit sich abbilden. Aus dieser Membran mit einem chemischen Prozess, dann diese dann in einer sogenannten Bipolarplatte mit einer entsprechenden Dichtung dann zusammen zu einem sogenannten Cell-Stack von 250 Zellen jeweils dann zu bringen. Das sind in einer Brennstoffzelle befinden sich dann 450 Kilowatt, befinden sich rund 500 Zellen, die mit 600 Ampere diese 150 Kilowatt dann rausbringen. Und dieses mit einer Hochpräzision auf Mühe genau mit 25%, Mühe ist 25% von so einem menschlichen Haar. Weil Sie haben natürlich mit Wasserstoff, das ist das leichteste Element, da müssen Sie einfach in dem, was Sie tun, präzise sein. Ein Bild zu geben, was es heißt, diesen chemischen Prozess, und zwar das Bestreichen einer Membran mit einer Anode und einer Kathode, wird abgebildet auf einer Anlage mit 26 Metern. Diese gibt es bereits und diese wird gebaut in dem Klimawerk, in Weilheim, da steckt ebenfalls der Anspruch einer durchgängigen Nachhaltigkeit aus der Produktion im Bauen auch dieses Klimawerks mit 40.000 Quadratmeter Dachfläche, die wir dort mit einer PV-Anlage zum Eigenverbrauch und einer Elektrolyse auf dem eigenen Standort zur Herstellung von Wasserstoff dann implementieren werden auf einem 15 Hektar großen Grundstück aus nachhaltigen Materialien hier gleich um die Ecke. Dort findet Zukunft statt. The future is now, weil wir heute die Beschlüsse dazu gefasst haben, in der Zusammenarbeit und mit der Unterstützung. Und wenn es vorhin auch abgehoben wurde, es braucht eine Regierung. Wenn ich eines jetzt an dieser Stelle auch sagen darf, nicht nur, weil die Ministerin da ist, aber die Landesregierung vorne an mit Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann über das Umweltministerium, über das Wirtschaftsministerium, in dieser Zusammenarbeit sind wir in der Lage, dieses auch hier für Baden-Württemberg und natürlich auch für Europa und dann im nächsten Schritt natürlich über den Kontinent drüber hinaus dieses abzubilden. Das wird aber nur funktionieren. Die Technologie muss abgesichert sein, die Infrastruktur muss da sein,
Und es braucht natürlich das regulative Framing, um zu diesem ganzen Thema wenn einer dieser Teile aus dieser Gleichung null ist, dann funktioniert es natürlich nicht. Wir sind aber zuversichtlich, wir schaffen dieses. Und mit den richtigen Menschen kriegen wir das auch hin. We're hiring. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Dr. Jurytko. Wir hören und sehen uns nachher ja gleich nochmal im Panel. Auch mein Hinweis noch vor der Pause für Sie, für die Pause ist, besuchen Sie doch den Stand von InnoCheck oben in der Ausstellung oder besuchen Sie die Webseite, denn auch das ist eine Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und zwar an Sie, Unternehmen, KMUs, um eben auch die Anträge zu stellen für dieses europäische Forschungsprogramm Horizont Europa. Nutzen Sie das und nutzen Sie die Pause. Wir sehen uns um 11.40 Uhr wieder anstatt 11.30 Uhr und ich freue mich, wenn Sie wirklich pünktlich sind, damit wir nicht noch weiter in Verzug kommen. Dankeschön. Gutes Netzwerken. Ich begrüße Sie zurück. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Panel-Diskussion. Es geht um offene Innovation und Kooperation für die Mobilität der Zukunft. Und hierzu begrüße ich ganz herzlich unsere PanelistInnen, die ich auch mit der Nennung ihrer Namen dann auch gleich auf die Bühne bitte, dass sie sich hier auch verteilen. Zum einen Dr. Matthias Jurytko, den haben Sie ja eben schon kennengelernt, CEO Cellcentric GmbH und Co. KG. Außerdem Lei Shen, Geschäftsführerin Sachs Power GmbH und Siegerin des Innovationspreis. Außerdem Dr. Alexander Tremmel, Deputy CIO von HIF EMEA GmbH und Oliver Ganser, Head of Industry Platform von Catena X Automotive Network. Einen herzlichen Applaus. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Danke. Verteilen Sie sich gerne, wie Sie möchten, freie Platzwahl. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Wir haben nur wenig Zeit, aber wir versuchen das möglichst auf den Punkt zu bringen, auch wie Open Innovation jetzt bei dem Thema Mobilität eben eine ganz herausragende Rolle spielt. Aber wir möchten natürlich auch von Ihnen etwas mehr erfahren über Ihre Unternehmen und Projekte, die Sie machen. Und deswegen würde ich Dr. Matthias Jurytko, bei Ihnen haben wir schon ein bisschen gehört, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Erstmal Dr. Alexander Tremme, Deputy CIO HIF EMEA GmbH, bitten uns ein bisschen zu sagen, was ist denn Ihr Antrieb und die Idee dahinter? So, hallo. Technik funktioniert. Ich würde Sie erstmal bitten, stellen Sie sich mal den windigsten Tag vor, den Sie die letzten ein, zwei Jahre erlebt haben. Das sind so Tage, wo der Regenschirm nicht mehr in Form bleibt, wo Sachen durch die Gegend fliegen. Und dieser Tag ist ein normaler Tag im Süden von Chile. Unsere Firma kommt aus dem Süden von Chile, aus der Magellanstraße. Dort weht der Wind circa viermal so heftig wie uns, bei uns hier in Deutschland. Und unser Ziel ist, diesen Wind zu ernten, ihn in eine flüssige Form zu transferieren und ihn dann in die Lastzentren zu bekommen. Wie machen wir das? Wir transformieren erstmal über Elektrolyse die elektrische Energie aus dem Wind in Wasserstoff, veredeln den Wasserstoff weiter mit CO2 zu einem flüssigen Molekül dann, sei es Methanol, sei es Benzin oder sei es Flugbenzin und bringen ihn dann in die Anwendungen, die schwer elektrifizierbar sind und die einfach flüssige erneuerbare Kraftstoffe auch in der Zukunft brauchen. Warum machen wir das jetzt nicht hier auf der Schwäbischen Alb oder im Breisgau, wo die Sonne scheint? Weil eben der Wind in Chile so unglaublich stark weht, etwa viermal so viel Windenergie pro Windkraftanlage erzeugt werden kann, wie es bei uns ist. Das heißt, man nehme das gleiche Windrad, stellt es einfach in den Süden von Chile und kann gleich den vierfachen Ertrag ernten. Das macht die Sache viel, viel effizienter, viel, viel wirtschaftlicher und es macht dann einfach viel, viel mehr Sinn. Das ist ja prinzipiell die Schaffung einer kompletten neuen Wertschöpfungskette. Wir als kleines Unternehmen können das auf keinen Fall alleine machen. Wir sind auf starke Partner angewiesen. Deswegen freue ich mich, über Innovation und Open Innovation zu sprechen. Herzlichen Dank, sehr interessant. Ein Applaus für Herrn Dr. Tremmel, dass er mit dabei ist. Dankeschön. Ja, Herr Ganser, Head of Industry Platform, Head of Catena X Automotive Network. Ich habe nur mitbekommen, es ist ein kollaboratives, offenes Datenökosystem. Aber vielleicht können Sie auch ganz kurz erklären, worum es geht, bitte. Genau, vielen Dank für die Einladung. Wir in der Automobilindustrie haben gemerkt, obwohl wir alle sehr große und starke Unternehmen sind,
kommen wir alle nicht alleine weiter. Schauen Sie sich das Thema resiliente Lieferketten an, schauen Sie sich das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft an. Das kann keiner von uns mehr alleine lösen. Die Ever Given stand quer im Suezkanal, wir hatten das Thema mit der Halbleiterversorgung und wir haben gemerkt, dass Brieftauben, Fax, E-Mail und Telefonhörer das Medium ist, um es zu lösen. Und ich glaube, das geht nicht nach vorne und ich glaube, das ist wichtig, dass wir in der Automobilindustrie wirklich gemerkt haben, noch so groß wie auch immer sein wir mögen, es reicht nicht, eine BMW, eine VW, eine Mercedes, eine ZF, Bosch, dass wir alleine dieses Problem lösen. Dafür sind genau Datenräume da, um kollaborativ auf einem gemeinsamen Shared Service der Industrie es zu tun. Das haben wir geschafft mit 28 Partnern und einem Förderprojekt, das wir es gestartet haben. Und kommen Sie zu HMI. Wir glauben, wir können zeigen, wie dieser Datenraum mit unseren Partnern 28, groß und klein, vom Mittelstand über Ausrüster bis zu Anwendern funktionieren kann und funktionieren wird. Ich bin sehr gespannt. Auch einen herzlichen Applaus für Oliver Ganser, dass er mit dabei ist. Wir hatten ja vorher schon das Thema Lack of Trust und wenn es um Daten geht, dann ist Trust ein ganz großes Thema, deswegen werden wir da später auch nochmal drauf eingehen. Ich möchte trotzdem auch Sie nochmal bitten, ganz kurz zu pitchen, bei Ihnen auch, worum es geht, weil Sie haben sich auch in der Präsentation ein bisschen mit der Eigenwerbung zurückgehalten und vielleicht sind auch neue im Stream mit dazugekommen, deswegen auch hier ganz kurz nochmal die Vorstellung von Cellcentric. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine höfliche Untertreibung war. Na, also Innovation jetzt gerade im Zusammenhang mit der Mobilität, ich habe schon darüber gesprochen, über welchen wahnsinnigen Druck wir haben, bis 2050 da die Ziele auch zu erreichen, bis Mitte dieser Dekade das auch schon sehenfähig zu sein. Ich muss noch schon eines sagen, es gibt uns als Unternehmen Cellcentric erst seit anderthalb Jahren. Wir greifen auf eine Technologie und die Vorgänger von Technologien eben aus den vergangenen 30 Jahren drauf zurück. Das heißt ja aber nicht, dass wir jetzt auf dem, wo wir jetzt stehen, dass wir jetzt erstmal mit dem zufrieden sind. Nein, wenn Sie die Innovationsgeschwindigkeit, die sich um uns herum ergibt, sei es jetzt hier auf dem Kontinent beziehungsweise anderen Kontinenten, wenn Sie sich die angucken, dann ist das etwas, wo Sie immer mit vorne mit dabei bleiben müssen. Das heißt, sich heute schon bereits, wo die Serienproduktion hier in Europa noch gar nicht angelaufen ist, sich schon bereits um die nächste und übernächste Generation von Brennstoffzellenaggregaten sich Gedanken zu machen. Das ist etwas, was uns parallel sehr, sehr stark natürlich fordert. Und das aber nicht nur jetzt in Kilowattleistungen zu reden, sondern wer schon mal was über PFAS gehört hat, jetzt erst unlängst, das sind die perfluorierten Alkylsubstanzen, die sich auch in solchen Produkten mit drin befinden, von denen sich wiederum entsprechend zu lösen. Da braucht es auch wiederum Innovation, da braucht es die Partnerschaften und da braucht es halt eben diesen Innovationsgeist, diesen kann man am Ende des Tages nur in der Gemeinschaft mit Startups dann auch angehen. Guter Punkt mit den Startups und wie das funktioniert mit großen Unternehmen, werden wir auch noch diskutieren. Ein Applaus für den Herrn Dr. Juritko, dass er auch mit dabei ist. Dankeschön. Jetzt gehe ich mal in die Mitte, damit ich auch näher bei Ihnen bin. Frau Schenn, ich freue mich, dass Sie diese Runde auch bereichern. Sie sind Geschäftsführerin von Sachs Power GmbH. Ich habe jetzt nur gelesen, es ist eine patentierte Batteriesteuerung. Aber Sie können es vielleicht in eigenen Worten noch mal besser erläutern, bitte. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich, heute hier sein zu dürfen. Und ich bin die Geschäftsführerin von Sachs Power mit dem Sitz in Erbach bei Ulm, also tiefstes Schwabenland. Wir haben eine neuartige Batterieschaltung. Mit diesen Schaltungen können wir aus der Batterie direkt Wechselspannung ausspeisen. Das ist die sogenannte Wechselspannung-Batterie. Im Moment sind wir noch weltweit führend, haben noch technischen Vorsprung, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Deswegen also bin ich heute auch sehr froh, dass wir so große Konzerne hier bei Innovationsveranstaltungen treffen. Wir brauchen wirklich auch Unterstützung. Unser Ziel ist, dieses Jahr unser Industrialisierung bzw. Skalierung für Homespeicher, also für alle Leute, die privat PV-Anlage haben. Sie können bei uns wenden und von unserer Batterie profitieren. Und dieses Jahr ziehen wir die Produktivität hoch, gleich zu dreifach. Und dann suchen wir so Partner, wie hier auch anwesend sind von der Autoindustrie, und um unsere Technik in die E-Mobilität umzusetzen. Dann wollen wir mal schauen, ob wir dann in Deutschland bessere E-Autos bauen als Tesla. Sehr gut. Sie hat schon einiges gedroppt. Herzlichen Applaus für Frau Schenn.
Ja, ich habe mir auch sagen lassen, dass die technischen Vorteile und Einsparungen sogar das Potenzial haben, eben den elektrisch betriebenen Fahrzeugen jetzt aber wirklich endlich mal auch so richtig zum Durchbruch zu verhelfen. Wer sind denn aktuell die Abnehmer und die Einsatzgebiete allgemein auch Ihrer Technologie? Ja, also wir haben mit unserer Technik zuerst im Home-Speicherbereich angefangen, weil eine Technik braucht schon eine lange Zeit bis zur Perfektion. Im Moment sind unsere Kunden Elektriker oder Endkunden, also die Elektriker tun dann bei den Endkunden die Batteriespeicher bauen, also die Endkunden, das sind die Hausbesitzer, die PV-Anlage auf dem Dach haben. Und jeder, auch wegen der Ukraine-Krieg, möchte im Moment wirklich jeder, der ein Haus besitzt, eine PV-Anlage auf dem Dach haben. Und wenn die Leute eine PV-Anlage auf dem Dach haben, brauchen sie eine Batterie. Und das sind im Moment die Kunden von uns, also Privathaushalte. Aber wir arbeiten schon an die zwei Folgeprodukte. Das sind die großen Home-Speicher mit 10 und 20 Kilowattstunde und dann noch eine Industriespeicher. Wir wollen unser Industriespeicher als Jumbo nennen. Also in einen Kühlschrank, größer Ritterschrank, bringen wir 30 Kilowattstunde unter. Und das ist eine Größe, die für Handwerksbetrieb, für Elektriker, also größere Betrieb oder Bauernhöfe interessant sind. Mhm. Das wollen wir dieses Jahr fertig machen, zertifizieren und gleich auf den Markt bringen. Okay. Später ist natürlich auch die Ehrengäste hier gefragt, ob wir dann mit Daimler Truck oder mit Porsche oder mit Daimler PKW zusammenarbeiten können, um diese neuartige Technik in Autos umzusetzen. Dazu braucht es eben dann die Open Innovation. Jetzt ist es ja oft so bei guten Ideen, dass man sich fragt, warum ist man da eigentlich nicht schon früher drauf gekommen? Ja? Können Sie das sagen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen und hat es Ihnen bislang an Open Innovation auch gemangelt? Ja, also warum hat man diese kaskadierte Multilevel-Inverter nicht früher in ein Produkt umsetzen können? Das liegt daran, dass die Elektrokomponenten in der Vergangenheit noch nicht so weit sind. Diese kaskadierte AC-Wechselspannungsausgabe ist in den 70er, 80er Jahren schon in den USA bekannt. Die erste Veröffentlichung gab es schon in den 80er Jahren in den USA. Aber bis jetzt hat uns auch wirklich sehr, sehr viele Leute gefragt, ja, warum sind die anderen nicht auf die Idee gekommen? Weil die Idee ist einfach. Wir kaskadieren die Spannung in blockweise und summieren die und bilden daraus eine Sinusspannung. Aus dem Batteriepack drei Leitungen. Wir können alle elektrische Maschine mit unserer Batterie direkt antreiben, ohne IGBT-Wechselrichter, ohne Trafo. Aber es liegt wirklich daran, dass der Zeitpunkt für diese Technik nicht gekommen war. Wir setzen jetzt bidirektionale MOSFETs ein, die extrem wenige Widerstand haben. Und das hat in der Vergangenheit auch nicht so gegeben. Ja, den richtigen Zeitpunkt eben auch zu finden, das ist natürlich auch ein Schlüsselelement für Open Innovation, dass auch die richtigen Parteien gemeinsam zusammenfinden. An Sie beide hier links zum Beispiel. Was würden Sie denn sagen? Welche Rolle spielt das auch, gerade auch im Kontext Mobilität? Also ich glaube, für uns war der wirklich der Zeitpunkt, wir brauchten kritische Events, die wirklich dafür geführt haben, die Egos, ich sage es bewusst, der großen Konzerne kurz mal zu brechen. Ist so. Man muss die Ehrlichkeit einfach haben, weil bis dato, es ist nicht eine Technologiefrage, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Es ist die Frage, kann ich es alleine oder schaffe ich es vielleicht nur noch als Gemeinschaft? Und ich glaube, was wir schaffen müssen, das Verständnis, es geht. Die nächste Sprungfunktion, wir können es in Europa nicht über einen Konzern mehr differenzieren. Europa kann sich differenzieren und auch der deutsche Standard oder das Ländle hier in Baden-Württemberg, wenn wir eine Systeminnovation schaffen, die nicht einer mehr kopieren kann, sondern ein systemischer Zusammenschluss Unternehmen. Und ich glaube, das ist das, was Open Innovation auch ausmacht, zu verstehen von einem Ecosystem zu einem Ecosystem. Und glaube ich, da braucht man ein Event. Ja, danke schön. Herr Dr. Jurytko, bitte. Ja, also sagen wir, für uns ist es etwas auf der Entwicklungskurve, wo wir uns drauf befinden, eben
über das spezifische Know-how sehr kurzfristig und sehr schnell dann entsprechend auch spezifisches Know-how zu erlangen. Und da ist uns dann der Austausch gerade eben auf solchen Veranstaltungen, so wie hier, mit den Spezialisten, ist uns dort wirklich extrem wichtig. Weil wenn Sie ansonsten dann mit Großunternehmen dann arbeiten, Sie wissen es, oder Sie haben es jetzt gerade eben schon angesprochen, da endet man an der einen Stelle und dann braucht es ewig lang dann bis auch zur anderen Stelle. Und das heißt etwas, wo wir jetzt gerade eben auch im Austausch einfach gelernt haben, dass teilweise die Entwicklungszeiten viel zu lang sind. 4 Jahre Entwicklung ist zu lang. Wenn Sie heutzutage dann Richtung China schauen, ist eine Entwicklung nach 18 Monaten fertig. Hm. Und das ist etwas, wo wir mithalten müssen. Und dazu braucht es eben die Geschwindigkeit. Da braucht es auch das Wollen, da braucht es die Passion. Und da braucht es auch teilweise ein bisschen da braucht es einfach den Pragmatismus und aber auch das Vertrauen in seine eigene Kompetenz. Und das können wir ein bisschen mehr davon haben. Ja, die Wettbewerbsfähigkeit macht einen zeitlichen Druck, auf jeden Fall, das auch global. Aber wir haben ja noch einen anderen Druck, das ist ja auch unser Klimawandel und es geht auch darum, Emissionen eben zu reduzieren. Deswegen, was sagen Sie, ist Open Innovation hier auch vielleicht nur der einzige Weg, um das noch zu erreichen? Aus meiner Sicht ist es der einzige Weg, weil alleine kann heutzutage keiner mal was leisten. Ich glaube, jedes Unternehmen, das alleine versucht, das auf den Weg zu bringen, wird scheitern. Es funktioniert nur in Kooperation mit anderen Unternehmen, mit der Kundenlandschaft, mit dem Gesetzgeber, um das zu schaffen. Wir selbst machen es genauso. Wir selbst sind ja eine kleine Firma. Wir allein als kleine Firma hätten nie die Chance, ein großes Projekt zu bauen. Das heißt, wir sind auf andere Unternehmen angewiesen, die in uns investieren, zum Beispiel hier Porsche aus Stuttgart. Wir sind auf Unternehmen angewiesen, die von uns den Flüssigkraftstoff abnehmen, die wirklich ihre Wertschöpfungskette CO2-neutral stellen wollen über den gesamten Bogen hinweg und die auch damit bereit sind, ein kleines Value-Add zu zahlen für erneuerbaren Kraftstoff im Vergleich zu einem fossilen Kraftstoff. Und nur wenn das gelingt, was die Zusammenarbeit aller dieser Unternehmen, kann Innovation stattfinden, dann kann eine neue Technologie, eine neue Wertschöpfungskette in diesen Markt kommen. Sie haben jetzt schon ein paar genannt. Sie haben schon ein paar genannt, die wichtig sind, damit Open Innovation stattfinden kann, eben die großen Unternehmen, auch die Gesetzgebung. Was sagen Sie, was braucht das noch oder wen braucht das noch? Ich glaube, es braucht auch Persönlichkeiten. Ich glaube, Innovation, Zusammenarbeit, es geht immer über Individuen. Also es arbeiten ja zum Schluss keine Organisationen zusammen oder keine Unternehmen, sondern immer Personen aus Abteilungen, die Sachen voranbringen. Eine Person, die es entwickelt oder eine Personengruppe, andere Personengruppe, die es abnimmt, die es implementiert, die es einfach umsetzt. Und nur über diese Zusammenschaltung verschiedener Personen, die es wirklich auf den Weg bringen wollen, ich glaube, der Wille und das Gestaltungsvermögen, das dahinter steht, das ist das Entscheidende. Nicht unbedingt die Technik zum Schluss und nicht unbedingt der Kooperationsraum, sondern die Personen wird es machen. Ja, wenn wir bei den Personen sind, sehr schön, hier wird bestätigt, da haben viele wahrscheinlich schon eigene Erfahrungen gemacht, auch im Unternehmen, wo vielleicht auch die Bremsklötze sind. Und da sagt man ja auch die Kultur. Sie haben jetzt schon viele Erfahrungen gemacht. Sie stehen mit Ihrem Unternehmen auch als ein Inbegriff für Open Innovation. Was sagen Sie, was sind die Voraussetzungen, die wir in der Unternehmenskultur brauchen, damit das auch wirklich läuft? Ich glaube, die Offenheit ist das Wichtige. Also es muss natürlich ein regulatorischer Rahmen da sein. Es müssen Entwicklungsverträge laufen. Es muss eine Geheimhaltung im Ort sein, weil sonst arbeitet keiner mit. Zum Schluss muss ein Vertrauensverhältnis sein. Ich muss zusammenarbeiten. Ich muss kleine Schritte machen. Ich muss ein Team bilden und das Team muss dann was umsetzen. Ich glaube, es ist kein großer Unterschied, ob jetzt in einem Großunternehmen verschiedene Abteilungen zusammenarbeiten oder ob kleinere Unternehmen mit größeren Unternehmen einfach über Unternehmensgrenzen zusammenarbeiten. Ich glaube, für alle diese Zusammenarbeiten braucht es immer die gleichen Gewürze, die dann einfach das gute Essen ausmachen. Mhm. Vertrauen ist hier ein wichtiger Punkt, ist es auch bei den Daten. Ich habe von Ihnen ein Stichwort bekommen, das hat mir sehr gut gefallen. Radikal zusammenarbeiten, das klingt toll. Aber können Sie das noch ein bisschen sagen, auch in Bezug auf Daten und Ressourcen? Wie können Unternehmen und Organisationen das auch so gestalten, dass das nachher auch funktioniert? Ja. Also ich glaube, ich würde das unterstreichen, mal gerne, was Sie gerade gesagt haben. Dass das bei uns funktionieren soll, haben wir von vornherein alle Partner, die nachher in diesem Datenökosystem arbeiten sollen für die Radical Collaboration, mit von Beginn an reingenommen. Nicht zu sagen, zwei haben es gemacht und ihr andere nutzt es mal, sondern ich glaube, am Anfang brauchen wir alle Partner, von Mittelstand über Großunternehmen, von Ausrüster zu Anbieter, von Netzwerkbetreibern. Das ist unser neuer Datenraum, ich glaube, das Erste. Und das Zweite ist das Thema Vertrauen. Wir haben unseren Datenraum jetzt technologisch so gebaut, dass er dezentral ist. Es gibt nicht mehr einen Intermediär in der Mitte.
sondern Sie haben mit der Web 3.0-Technologie und auch mit der Hilfe von Gaia-X die Möglichkeit, die Daten, die Ihnen gehören, auch weiterhin in Ihrer Verantwortung und unter Ihrer Kontrolle zu lassen. Sie wählen, wir haben so vier Themen für das Thema Souveränität. Datensouveränität, Sie kontrollieren, mit wem Sie Daten zu welchem Zweck tauschen, dafür brauchen Sie die technischen Voraussetzungen, die haben wir. Das Thema Service-Souveränität, Sie müssen nicht bei Firma A, B oder C einkaufen, sondern Sie können wählen, bei wem Sie Ihre Applikation holen wollen, weil die Applikationen interoperabel sind. Operations-Souveränität, Sie müssen nicht Ihre Daten auf eine XYZ-Cloud-Infrastruktur legen, die Sie nicht kennen, sondern die Daten bleiben bei Ihnen. Auf Ihrer Infrastruktur, wo Sie, ob das ist Azure, AWS oder Stack IT, wen es auch immer gibt. Und das Letzte ist, Sie verantworten Ihre Identität. Wenn ich sage, diese vier Themen der Souveränität, die schaffen eigentlich auch das Vertrauen, zusammenarbeiten, weil ich bin in der Kontrolle mit wem, unter welchen Bedingungen, zu welchem Zweck ich kollaboriere. Und ich glaube, das befähigt die Unternehmen, es zu tun und letzter Punkt, glaube ich, extrem wichtig, nicht zu erwarten, dass Unternehmen alleine dorthin kommt. Ich habe sehr viele Gespräche mit Ihnen oder Ihren Kollegen auch schon gehabt. Was wir hier heute erzählen für das Thema Datenräume, wahrscheinlich sind 99% gehen rein und raus. Über was reden wir eigentlich? Wir versuchen immer als Deutsche die Technologie zu verkaufen. Aber ein Mittelständler oder auch ein Großkonzern, der hat nicht die Information jedes Mal, was verkaufen Sie mir eigentlich, sondern wie komme ich rein? Was kann ich es nutzen, was heißt es für mich und wann mache ich damit Geld? Und ich glaube, da müssen wir uns von der Denkmuster auch umstellen, dass es nicht nur den Technologieverkauf gilt, sondern zu sagen, wir helfen bei Catena den Unternehmen, wie komme ich als Mittelständler mit 20, 100 oder 5000 Menschen in diesen Datenraum, ein Onboarding und das in so einer Form, dass es innerhalb von 8 bis 12 Wochen einen Mehrwert generiert, dass ich sehe, in einer Periode kriege ich Geld zurück. Das Onboarding ist ein gutes Stichwort, weil was ich mich jetzt frage ist, wir sprechen da ja schon fast auf einem hohen Niveau. Das setzt ja voraus, dass ich meine Datenqualität und Aufbereitungen alle schon so habe, dass ich damit auch wirklich dann das haben Sie nicht. Kollaborieren kann. Und das ist ja schon in Unternehmen ein Problem. Oft, wie soll das jetzt zwischen Unternehmen dann funktionieren? Wo stehen wir da wirklich? Also wo stehen wir wirklich? Es gibt eine schöne Studie vom Fraunhofer-Projekt von 2 Jahren. Ich glaube nicht, dass sich stark geändert hat. Die nennt sich Demand-Projekt. Ja, Geschäftsmodelle, Datenökonomie. Da wurden die Unternehmen gerankt von Stufe 0 bis 5, wie ready sind sie, um Daten zu teilen. Stufe 0, keine Ahnung, wo ich meine Daten habe. Stufe 5, ich bin dezentral, das ist alles schon toll. 83% der deutschen Wirtschaft stehen auf Stufe 0 und 1. Mhm. Das ist genau das, was Sie sagen. Und was wir jetzt gerade sagen, wir müssen es alle in die Datenökonomie, ja, das unterstreichen. Was wir versuchen bei Catena zu tun, Tools anzubieten. Jetzt nehmen wir das Thema CO2-Fußabdruck. Wer von Ihnen hat schon den CO2-Fußabdruck berechnet? Das ist interessant. Privat oder im Unternehmen? Wer von Ihnen hat einen Product Carbon Footprint berechnet für ein Produkt? Kurz für die anderen, das sind weniger als, sag ich mal, 1% der Teilnehmer. Mhm. Und jetzt sagen wir aber, in 5 Jahren müssen Sie alle Ihre Product Carbon Footprints in den Unternehmen teilen, weil die EU und andere das wollen. Und wir sagen, jetzt machen Sie mal. Nee, unser Ziel ist, und das ist genau das, was Sie gerade sagen, wir sagen nicht nur, Sie müssen teilen, sondern wir helfen jetzt Ihnen mit Tutorials, mit Tools, ob das jetzt mit dem IHK, mit der deutschen Industrie- und Handelskammer oder auch anderen Providern sind. Wir bieten Ihnen Tools, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Was habe ich heute, was brauchen Sie, um einen CO2-Fußabdruck zu berechnen? Mhm. Dann überhaupt data-ready zu sein. Mhm. Ja. Da fängt Catena an, von vorne. Super, kann man nur empfehlen, auch wirklich jetzt gleich damit anzufangen. Herr Dr. Juritko, die Datenteilung ist das eine. Ich möchte noch mal ein bisschen auf die Kollaboration zusammenkommen, eben auch von großen Unternehmen und kleinen Unternehmen. Ja? Können Sie ein bisschen aus Ihrer Erfahrung sagen, wie wichtig ist das? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wo sind da auch die Challenges? Frau Ziegler, ich muss noch mal eins ganz kurz noch zum Herrn Ganser sagen. Das, was ja, Sie gesagt haben, ist auch noch mal etwas, was absolut wichtig ist. Ja. Sie werden in Zukunft, wenn Sie irgendwo Lieferant werden wollen bei Firmen, die das Thema ESG sich ganz vorne hinschreiben, das werden Sie hinschreiben müssen, werden Sie in Zukunft auch danach entsprechend auditiert werden. Wenn Sie diesen Anforderungen nicht gerecht werden, werden Sie morgen nicht mehr am Markt teilhaben. Das ist so.
Ja. Und Sie werden auch nicht an Finanzierung rankommen, wenn Sie an diesen ganzen Gesetzgebungen auch nicht entsprechende Transparenz walten lassen. Und dann sitzen Sie genau an dem Punkt, wo gebe ich denn die Daten denn auch hin? Das ist auch eine Diskussion, die wir bei uns auch haben, weil wir haben etwas, das sind die Daten, die ansonsten keiner hat, und zwar die Daten, die ein LKW gerade eben auf seinen ganzen Zehntausenden von Kilometern sammelt, in seine Wirkung, in die Betriebsführung von so einer Brennstoffzelle. Also gut, ich komme zurück auf Ihre Frage. Dankeschön. So, jetzt in der Zusammenarbeit, und wir haben es gerade eben auch schon gehabt, das Thema der Technologie. Unternehmen sind immer aufgebaut nach Technologiesilos. Das ist das große Problem. Und dann wird oftmals dann natürlich auch diese Technologie verkauft und so bleibt sie dann auch meistens dann in diesen Silos auch hängen. Und bei uns im Unternehmen ist es wichtig, dass wir den Mindset so verändern, dass wir eine Problemlösung haben. Und die Problemlösung geht natürlich über alle Technologiesilos drüber hinweg. Und das ist etwas, wo ich vorhin schon mal ganz kurz im Vortrag drüber gesagt habe, das Mindset, sprich eine Unternehmenskultur und eine Kultur der Zusammenarbeit hierbei einzurichten. Und das braucht natürlich Zeit. Und ich habe es gerade schon gesagt, 1,5 Jahre, das ist eine kurze Zeit. Normalerweise brauchen Sie überhaupt so eine Kulturveränderung herbeizuführen, reden wir um Größenordnung von 3 Jahren Minimum. Danach dann müssen Sie am Ende des Tages sicherstellen, dass Sie sich auch wiederfinden. Aber Kultur in einem Unternehmen darf man danach dann nicht, so ist auch meine Erfahrung, ich habe 30 Jahre Berufserfahrung, sieht man vielleicht auch in meiner schon pulvergrau gefärbten Haaren, ja. Das Kultur können Sie nicht verordnen. Sie können aber auch Kultur nicht kontrollieren, weil wenn Sie Kultur kontrollieren, dann wird es zur Heuchelei, dann passiert nichts draus. Ja? Sie müssen es am Ende des Tages vorleben. Es fängt von der Spitze her an und geht danach dann durch die gesamte Pyramide, die man natürlich so flach wie möglich auch gestalten sollte. Kultur entsteht nicht in der Zusammenarbeit, indem man bei sich in seinem Büro sitzt, sondern Kultur entsteht in der Kommunikation, in der Kollaboration, im täglichen Miteinander. Das ist das Wichtigste. Und das ist das, was uns auch treibt. Ja, dann würde ich gerne noch mal mit Frau Schen darüber sprechen. Denn wenn große Unternehmen und auch kleine Unternehmen miteinander kollaborieren und in ein Open Innovation Projekt gehen, geht es natürlich auch darum, dafür zu sorgen, dass Kooperation auch fair ist und dass beide Parteien auch gleichermaßen davon profitieren. Was denken Sie, was sind die Voraussetzungen, dass man das erreicht? Ja, ich denke schon. Also das Wichtigste, denke ich, dass man die gute Absicht hat, zusammen zu arbeiten und zu einem Erfolg zu kommen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann, also wir sind ein Startup, wir sind ein Schnellboot, wir können bestimmte Probleme und so weiter innerhalb kurzer Zeit lösen, das ist alles machbar. Aber als Startup braucht man natürlich auch einen großen Konzern als Unterstützung, weil wir bei weitem nicht so die finanziellen Ressourcen und auch Manpower haben. Außerdem, wenn wir unsere Technik endlich in die E-Mobilität umsetzen wollen, also wir wollen das nicht auf Papier, sondern richtig in Produkt umsetzen, dann brauchen wir die Zusammenarbeit von einem großen Autohersteller, einem Großkonzern zum Beispiel. In dem Fall werden wir dann mit den Autokonzernen die genaue Schnittstelle abchecken, definieren, wer bis welcher Punkt macht. Und dann können wir auch auf das Know-how, was ein Autohersteller zum Beispiel in den letzten 100 Jahren aufgebaut hat, zurückgreifen. Weil wenn wir Batterie für Autos machen, dann brauchen wir auch Motorsteuergerät von Autohersteller. Das werden wir als Startup, was auf Batterie spezialisiert ist, niemals auf Motorsteuergerät von einem Autohersteller kommen. Deswegen, also so eine Zusammenarbeit bietet uns auch technische Unterstützung und auch finanzielle Sicherheit. Das ist für uns absolut wichtig. Aber ich denke, da sind wir auf sehr gutem Weg. Wir reden dann schon mit einem Autohersteller. Ja, Sie bekommen die ganze Zeit starke Unterstützung von Herrn Dr. Tremmel. Vielleicht können Sie das gerne ergänzen und dann auch noch darauf eingehen, wie Sie das im internationalen Kontext auch erleben. Ich glaube, gerade bei großen Unternehmen ist es gut und wichtig, dass große Unternehmen dann schnell sein können, wenn der Weg klar beschrieben ist und gerade ausgeht. Weil sie umsetzen, implementieren, das ist die Sache, die große Unternehmen können. Kleine Unternehmen können, glaube ich, im Vorfeld, wenn die Rahmenbedingungen unsicher sind, schnell entscheiden und den Dampfer auf die richtige Bahn setzen. Deswegen ist es bei uns so, wir sind das kleine Unternehmen. Wir setzen die Rahmenbedingungen, wir wollen entscheiden, wir wollen Projekte implementieren.
Wenn die Finanzierung für das Projekt steht, dann geben wir gerne einen Großunternehmen, einen Generalunternehmen, der dann eine Baustelle mit 2.000 Leuten bearbeiten kann, der eine Großanlage bauen kann. Das kann dann ein Großunternehmen, wenn die Rahmenbedingungen da sind. Aber wir sind diejenigen, die entscheiden und dann implementieren. Weil ich glaube, ein wichtiges, gerade bei jedem Klimathema, wenn ich eine neue Technologie implementieren will, eine neue Wertschöpfungskette, ich muss heute schnell sein. Herr Rüttger, Sie sagten das, ich habe nicht lange Zeit bis 2050, bis die Klimaziele sind. Aber funktioniert schnell sein auch im internationalen Kontext, was Open Innovation angeht? Erstaunlich schnell. Also ich hab jetzt ein Team über 3 Kontinente verteilt, über, ich weiß gar nicht, wie viele Zeitzonen das sind. Es funktioniert. Ich glaube, man muss zu Beginn Rahmenbedingungen setzen. Man muss Leute respektieren. Man muss wissen, wer in welcher Zeitzone ist, wirklich täglich. Man muss wissen, wann ich Termine rausschicke. Ich muss abstimmen, wem ich wann einen Termin. Ich muss wissen, wann ich wen belästigen kann. Ja. Nur so bekomme ich die Leute in das Team mit rein. Nur so entsteht ein Teamgedanke. Ich muss auch ganz wichtig unterscheiden können, wann schreibe ich eine E-Mail, wann mache ich ein Videomeeting und wann fliege ich auch mal raus, um Leute zu sehen. Also diese Entscheidung ist ganz, ganz wichtig. Kommunikation über Zeitzonen hinweg, über Technologiegrenzen hinweg ist entscheidend. Das ist ja lösbar. Das ist ja schön. Prima. Gut, wir sind schon fast am Ende angelangt. Deswegen, ich möchte aber bitte von Ihnen allen noch ein Statement haben. Wir wissen, der Open Innovation Kongress ist unterstützt und initiiert vom Wirtschaftsministerium, wirklich Vorreiter gewesen. Also ist ja auch der größte Kongress Deutschland. Es geht trotzdem hier auch noch mal drum, dass man einfach auch die Kommunikation zwischeneinander noch mal ein bisschen vertieft und Sie jeweils ein Statement geben. Was erwarten Sie denn auch von Regierungen und politischen Entscheidungsträgern, damit das Thema noch mehr Fahrt bekommt? Ein Statement von Ihnen. Frau Schön, möchten Sie beginnen, bitte? Ich möchte tatsächlich einen kritischen Punkt darstellen und hoffe auch, dass wir in der Zukunft Unterstützung von der Politik bekommen, also nicht nur von Baden-Württemberg, sondern auch bundesweit. In Ausland wie USA oder China oder Indien ist es üblich, dass man die wichtigsten Mitarbeiter im Team dann auch als Partner behandelt. Und diesen wichtigen Mitglied im Team sind dann quasi auch Mitgründer und bekommen auch eine Art Firmenanteil. Das ist im Ausland gang und gäbe. Mhm. Und wir haben auch die Absicht, das Team so zu behandeln und alle junge Leute dazu motivieren. In Ausland, zum Beispiel USA, China oder Indien, ist es üblich, dass die Mitarbeiter solche Firmenaktien bekommen können, damit sie auch Partner werden. In dem Moment, wo sie dann nur eine virtuelle Partner ist, weil der Firmenwert ist ja noch nicht real, da müssen sie keinen Steuer zahlen. Also sie haben ja noch nichts bekommen. Das ist nur eine Firmenaktien als Anerkennung. Und später, wenn die Firma tatsächlich Erfolg hat, in dem Moment müssen die Mitgründer dann dementsprechend Steuer zahlen. Und das ist in Deutschland nach deutschem Steuerrecht noch nicht möglich. Mhm. Wir hatten auch mit anderen Startups in Baden-Württemberg gesprochen, haben auch alle die gleiche Meinung gehabt. Vielleicht kann man was bewegen. Ja, das ist natürlich auch eine Motivation. Herr Ganzer, was ist Ihr Wunsch, Ihre Anregung? Sie haben es, glaube ich, gesagt, wir brauchen ein klares Mission Statement. Ja? Was heute bei uns auferlegt wird, zum Teil, wir haben für Catena 1273 Seiten Gesamtvorhabenbeschreibung erstellen müssen. So ein Stapel Papier. Kleinst formuliert, was tun wir? Und ich glaube, wir wissen oftmals noch gar nicht, auf was wir uns einlassen, aber wir müssen dieses klare Bild haben, was wir tun wollen. Und ich glaube, wenn ich jetzt das sehe, in einem Kontext, mit wie vielen Leuten müssten wir denn eigentlich sprechen? Wir sind extrem kleinteilig in Deutschland und sagen, mit wem muss ich jetzt in Baden-Württemberg sprechen? Arena 2036, der IHK. Wir haben diese Transferstrukturen, um wirklich die Menschen zu aktivieren. Sie sind zu breit und zu schwerfällig. Und Sie haben es gerade gesagt, glaube ich, ist richtig. Wir können nicht mehr in Jahren und in Dekaden denken. Wir müssen in Wochensprints und Monatssprints arbeiten. Was möchte ich erreichen? Ich glaube, wenn wir das schaffen, als Industrie, Wissenschaft und Politik in Monatssprints zu arbeiten, das ist das, was ich mir wünschen würde. Ja. Kurzer Werbeblock, checken Sie innocheck-bw.de, denn diese Initiative, die unterstützt Sie auch in der Bürokratie und bei Förderanträgen. Herr Dr. Trebbel.
Bei mir kommt es, glaube ich, auf Schnelligkeit an. Wir im Unternehmen sind schnell. Ich erwarte auch an Gesetzgebung, dass sie schnell ist. Also ich glaube, man kann sich regulatorische Rahmenbedingungen nicht aussuchen. Was mein Wunsch wäre, ist aber, dass sie schnell implementiert wird. Weil nur Technologien, die sichere Randbedingungen haben, werden auch implementiert. Ich glaube, Politik muss uns als Ingenieuren zutrauen, dass wir eine gute Lösung finden, wenn die Randbedingungen einfach stimmen. Das heißt, Politik sollte einfach technologieoffene Randbedingungen vorgeben, CO2 einzusparen. Wie die technische Lösung dann ausschaut, das, glaube ich, können wir Ingenieure besser. Vielen Dank. Herr Dr. Jurytko, haben Sie das Schlusswort? Jetzt habe ich das größte Problem. Alle haben schon bereits über die Technologieaffinität einer Regierung bereits gesprochen. Da bleibt mir auch nicht mehr viel davon übrig. Ja, jetzt nochmal das als eine Voraussetzung oder Frage jetzt nochmal an die Regierung zu stellen. Ich würde nochmal einen ganz, ganz anderen Blick nochmal drauf setzen. Also wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass wir fast 2 Jahre an einem UIA gearbeitet haben, an einem IPCEI-Projekt und so weiter, jetzt die sogenannte RFI-Phase kommt und die Seitenanzahl, das sind auf der gleichen Seite. Nein, ich komme von der anderen Ecke, wo ich jetzt an die Regierung einfach dringendst um Unterstützung bitte. Wir reden von Ingenieuren, IngenieurInnen. Und wir brauchen eine Umgebung, wo wir attraktive nicht nur attraktive Arbeitsplätze, sondern attraktive Arbeitsbedingungen, auch mit Hilfe und mit Unterstützung der Regierung, wenn es sich darum dreht, das ganze Thema Kinderbetreuung und so weiter und so fort, um die Unternehmen herum zu schaffen. Das ist das, was uns fehlt. Und da brauchen wir auch die Attraktivität. Das unterstützt die Attraktivität eines in diesen ganzen MINT-Fächen. Das fängt am Ende des Tages in der Schule schon an und geht weiter. Danach dann in der Unterstützung bis rein ins Studium, bis rein in eine Familiengründung. Weil die Zukunft ist weiblich. Daran und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, an dem müssen wir einfach arbeiten. Herr Dr. Jurytko, Dankeschön. Herzlichen Dank Ihnen. Dankeschön für die Inspiration und auch die Erfahrungen, die Sie uns jetzt hier heute mitgeteilt haben. Wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihren Projekten. Ich werde Ihnen allen auf LinkedIn folgen und das weiterverfolgen. Machen Sie das doch gerne auch. Vielen Dank, Frau Schenn, Herr Dr. Tremmel, Herr Ganser, Herr Dr. Jurytko. Danke nochmal, einen herzlichen Applaus. Dankeschön. Danke. Ja. Sie haben, Open Innovation hat Zeitdruck. Wir führen das hier jetzt auch einfach mal so ein. Das können wir dann üben, dass wir einfach ein bisschen mehr Druck geben in der Zeit. Denn wir kommen jetzt sofort zu unserem nächsten Panel. Erfolgreiche Kooperation in der Quantentechnologie. Ich freue mich da so drauf, weil das ist so spannend, diese Kooperation. Und ich begrüße an dieser Stelle Dr. Michael Förtsch, CEO von Quant GmbH und Professor Dr. Volker Nestle, Leiter Produktentwicklung LiveTech bei der Festo SE und Co. KG. Ein Applaus. Applaus, kommen Sie auf die Bühne. Herzlich willkommen. Gerne, ja. Ja, Herr Professor Dr. Volker Nestle, Festo ist gleichzeitig Global Player, unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. LiveTech ist ein Geschäftsbereich, der Komponenten mit neuen Technologien speziell für den Life Science Markt entwickelt, das heißt für zum Beispiel Laborprozesse und Medizintechnik. Werden wir gleich noch tiefer drauf eingehen. Ja. Dr. Michael Förtsch, CEO von Quant GmbH, das Unternehmen entwickelt neuartige Sensoren und photonische Computerchips. Die Photonik befasst sich mit Strahlungsenergie. Das weiß ich noch. Ich weiß auch, Licht ist eine Seuche und deswegen auch eine wesentliche Ressource, um das Potenzial von Quantentechnologie zu nutzen, damit wir aber auch alle abholen. Was ist denn photonische Quantentechnologie? Ich teste mal, ja, super. Hi. Das ist eigentlich die zentrale Frage. Und sorry, das wird jetzt kein wissenschaftlicher Vortrag, aber was Quantentechnologie ist, ist im Endeffekt, wir nutzen Quantenmechanik aus, um Technologie, also neue Produkte, zu ermöglichen. So, was macht die Quantenmechanik? Sie beschreibt kleinste Teilchen, Atome, Ione oder eben auch Licht, also Photonen. Und wir bei Quant setzen jetzt speziell Licht ein. Wir manipulieren das, wir erzeugen es so, wie wir es wollen und detektieren es. Und dadurch ermöglichen wir eben neue Sensorik, also Datengenerierung und Datenverarbeitung in Form von Quantencomputing. Und wie lange sind Sie in der Technologie schon unterwegs? Also ich persönlich schon seit über 10 Jahren. Ich habe darauf promoviert, war Wissenschaftler und die Firma Quant haben wir 2018 hier in Stuttgart gegründet. Okay, interessant. Professor Dr. Volker Nestle, wo kommt im Bereich LiveTech die Quantentechnologie zum Einsatz?
da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Festo ist ja, also Festo hier vorzustellen, ist wie Eulen nach Athen tragen. Ja. Festo ist ein Weltmarktführer in der Automatisierungstechnik und man kennt Festo typischerweise aus der elektrischen und pneumatischen Automatisierung, Komponentensysteme, aber nicht aus dem Live-Tech-Bereich. Live-Tech ist jetzt die dritte Wachstumssäule tatsächlich von Festo und wir haben, oder der ein oder andere kennt wahrscheinlich Festo von interessanten bionischen Exponaten, die ab und zu auch mal durch die Lüfte fliegen. Also Festo macht einen exzellenten Job mit einem Open Innovation Netzwerk, das praktisch verschiedene Kompetenzen zusammenzieht und daraus solche Exponate definiert und fertigt, die dann später auch einen Übertrag in die Technik haben. Und das hat jetzt natürlich, so ein Flugapparat hat jetzt erstmal nichts mit LiveTech zu tun. Wir machen ja Medizin, also Komponenten für Medizingeräte oder auch für die Laborautomation. Aber wir setzen tatsächlich einen quantenbasierten Partikelzähler ein im Bereich der, ich sage jetzt mal, industriellen Produktion von Biomasse. Und da kommen nämlich dann auch die Algen noch ins Spiel, ganz, so was genau. Ganz Profanes, ja, bei Ihrer Kooperation. Genau. Können Sie das erklären? Wie kooperieren Sie und was haben Algen damit? Also Biomasse, brauche ich nur bei mir im Garten rausgucken, da wächst auch Biomasse, ja. Und was ist das Schöne an der Biomasse? Wenn man jetzt mal einen Baum sich anguckt, ein Baum hat die tolle Eigenschaft, dass er CO2 speichert, wenn er wächst, ja. Und jetzt kann man, weil Sie haben jetzt das Thema Algen schon angesprochen, Algen haben noch eine tollere Eigenschaft als Bäume, also die sehen vielleicht nicht so toll aus, aber die haben so rund mal, also je nach Algenart, etwa einen Faktor 10 höhere Effizienz beim Binden von CO2 aus der Umgebungsluft. Und wenn man jetzt Algen noch ein bisschen glücklich macht, ich nenne es mal so, kann man diesen Prozess noch, die Effizienz noch weiter steigern. Das heißt, man kann bei Algen etwa das Hundertfache an CO2-Absorption erzeugen im Vergleich zu einer Landpflanze. Und das ist eigentlich hochgradig interessant, wenn es darum geht, solche Klimathemen zu adressieren, CO2 aus der Luft zu binden, in Biomasse zu binden und diese Biomasse dann später einem neuen Produkt oder Verwendungszweck zuzufügen, zum Beispiel in ein Biopolymer, das ich dann halt verwende, um eine Parkbank zu bauen oder sonst irgendwas, Verpackungsmaterial oder dergleichen. Ja, wie ist dann zu der Zusammenarbeit gekommen und wer ist auf wen zugegangen, Herr Dr. Fürth? Also das war ungefähr so, ich weiß nicht, ob sich es genauso zugetragen hat, aber der Volker hat angerufen und gesagt, ich habe gelesen, ihr habt ja diesen neuen Partikelsensor, könnt ihr die Happiness von Algen messen? Keine Ahnung, was die, ich wusste gar nicht, dass die glücklich sein können oder müssen oder dürfen. Und wir haben dann aber einfach gesagt, hey, wir probieren es aus. Wenn ihr uns Algen vorbeibringt, stellen wir einen Sensor bereit und testen einfach mal. Und da gab es, wenn ich das noch richtig weiß, weder einen Kooperationsvertrag noch einen NDA, wahrscheinlich schon, aber sondern wir haben einfach gesagt, komm, jetzt probieren wir es aus. Und das hat geklappt. Aber das ist ja auch dieses ganz spezielle Domänenwissen, was bei beiden Unternehmen vorhanden ist. Da muss man erst mal kreativ drauf kommen, dass man gegenseitig voneinander profitieren kann. Naja, die Kreativität kommt daher, dass wir denselben Arbeitgeber hatten. Ja. Bevor wir die jetzigen Aufgaben haben, und da komme ich jetzt vielleicht nochmal zurück auf das Thema Vertrauensraum. Ja, also wir kennen uns von unserer gemeinsamen Tätigkeit bei Trumpf. Ich war dort Zentralbereichsleiter für R&D, der Dr. Fürth war der Assistent von der Geschäftsführung und wir hatten dort schon miteinander zu tun und wir hatten dort in R&D auch einen Inkubator, wo eben Quant ausgegründet wurde tatsächlich als internes Start-up. Ja, und deshalb habe ich natürlich auch zum einen ihn sehr gut gekannt, es gibt ein Vertrauensverhältnis und ich habe natürlich die Technologie auch ein Stück weit gekannt. Ja. Das hat es natürlich dann im Nachgang sehr, sehr erleichtert. Das ist wirklich ein Glücksfall. Aber es zeigt auch, dass man die Kontakte gut aufrechterhalten sollte, um zu sehen, absolut, was passiert da. Wo stehen Sie denn jetzt aktuell? Wir stehen jetzt kurz vor der Produkteinführung, also mit dem speziellen Sensor. Den planen wir für Mitte diesen Jahres und dann ist das ein ganz normales industrielles Produkt, was jeder käuflich erwerben kann. Jetzt speziell in der Partnerschaft mit Festus sind wir jetzt einen Schritt weiter gegangen. Wir haben ja letztes Jahr auf der Hannover Messe zum ersten Mal einen Bioreaktor gemeinsam mit diesem Sensor vorgestellt und werden dieses Jahr weitere Details, wie das dann genau zusammenspielt, nochmal veröffentlichen, auch erklären, wie es dazu kommt und was es hilft. Und in Summe ist das der aktuelle Stand. Welche Rolle spielen denn bei Open Innovation auch Forschungseinrichtungen? Weil davon haben wir ja sehr viele in Baden-Württemberg und auch sehr starke.
aus meiner Sicht, wenn man für das Thema Quantentechnologie, was ja extrem frühphasig ist. Mhm. Also wir sind an der Grenze zwischen Forschung und Entwicklung, nicht zwischen Entwicklung und Produkt. Dass wir jetzt ein Produkt haben, ist tatsächlich einem glücklichen Zustand geschuldet, dass diese Technologie, dass wir damit sehr früh angefangen haben. Und das zusammen, das vertrauensvolle Zusammenarbeiten, gerade zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industrie in schon auch geschützten Ökoräumen, ist extrem wichtig. Ein Beispiel hier am Standort Stuttgart ist ja zum Beispiel das Zukunftscluster QSense, wo 17 Firmen und Universitäten gemeinsam an der Zukunft der Quantensensorik anhand von dezidierten Anwendungen forschen und entwickeln. Und ich würde sagen, ohne das geht es gar nicht. Ist auch international irgendwie wichtig, um Menschen anzuziehen, dass sie zu uns kommen wollen, wenn man sieht, das funktioniert gut, interdisziplinär zwischen Forschung und Unternehmen. Wo sind aber vielleicht auch die Herausforderungen, Herr Professor Nessle? Jetzt im internationalen Kontext, meinen Sie? Nein, oder? In der Zusammenarbeit, im Transfer auch von Forschungseinrichtungen. Ich meine, klar, je näher so ein Ding an die, so ein Projekt an die Realisierung, an die Kommerzialisierung rückt, umso schwieriger wird es, umso mehr Hierarchie oder sprich umso mehr Verträge kommt rein. Am Anfang kann man noch im Bereich der vorwettbewerblichen Forschung relativ unbekümmert miteinander zusammenarbeiten. Da ist auch ein sehr, ich sage mal, in der Forschungscommunity und im Rahmen von Förderprojekten, also wenn ich jetzt so Land, Bund oder EU denke, da gibt es solche quasi Vertrauensräume, da gibt es auch die typischen Verdächtigen, mit denen man immer wieder zusammenarbeitet. Ist aber immer so, wenn es nachher dann in die Realisierung geht, in die Transformation, in die Skalierung, dann muss man sich über Verträge Gedanken machen und dann muss man das Ganze eben auch ein Stück weit formalisieren. Ich bin ein großer Fan von solchen Transformationsprozessen, dass die aktiv auch begleitet werden. Wir haben hier im Land einige Forschungseinrichtungen, wo Forschung draufsteht, die aber auch angewandte Forschung machen. Das heißt, die bringen die Forschung tatsächlich direkt in den Markt mit den Kunden zusammen. Und das ist eben genau das. Ich brauche, also nur Technologie zu entwickeln, ist schön, ja, von Technologen und Ingenieur, aber das Ganze zu skalieren und wettbewerblich erfolgreich zu machen, das ist die Königsdisziplin und da helfen diese Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel Hahn-Schickard-Gesellschaft, da spreche ich auch gerne nochmal eine Lanze dafür. Ja, auch hier sind wir jetzt schon am Ende angelangt, trotzdem, wenn Sie beide noch mal uns sagen können, aus der noch jungen Kooperation zusammen, was war denn das stärkste Learning, das Sie anderen mitgeben können, dass auch die an Geschwindigkeit zunehmen und wie dieses Wissen teilen? Was gäbe es da, was Sie sagen könnten? Macht mit. Das ist so einfach, wie das ist. Macht euch keinen Kopf darüber, ob der Vertrag jetzt dann der richtige ist, sondern lasst uns mal loslegen. Wir finden das dann auf dem Weg schon raus. Und wenn es nichts ist, dann war der ganze Aufwand in die Verträge sowieso für die Katz. Also von daher einfach mal starten. Ja. Das ist genau der Punkt. Ja. Greift auch nochmal auf. Herr Dr. Juritko hat das auch gesagt. Fehlerkultur. Ja. Mhm. Bitte. Also ich kann da nur beipflichten. Geschwindigkeit ist alles am Ende. Ja? Also wenn ich nicht eruiert habe, ob was funktioniert und fliegt, dann brauche ich mir um den ganzen Kladderadatsch hinten raus keine Gedanken machen. Viele fangen an mit verkopften Prozessen und versuchen alles irgendwie rechtssicher abzubilden. Das ist sicher der falsche Weg. Also man muss auch mal so ein bisschen die Kreativphase aktiv nutzen, ein bisschen Offenheit zeigen und dann vielleicht auch mal gemeinsam rausfinden, wo kann das hingehen, in welche Produkte. Und dann über die Zeit wird das Ganze sowieso stark institutionalisiert, formalisiert und dann kommt man automatisch in so einen Bereich, der eben formal ist. Aber der Anfang muss schnell und unbekümmert sein. Macht und macht schnell. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Nessle und Dr. Förtsch für die Einblicke. Dankeschön. Viel Erfolg noch. Ja, ich hatte anfangs ja gesagt, ich begleite Sie den Vormittag durch den Tag und jetzt ist leider schon meine letzte Moderation gekommen, denn ich bin ja eingesprungen und ich muss auch schon weiter. Wir sehen uns aber beim Digitalgipfel wieder, das hoffe ich doch, denn dort werde ich auch moderieren. Es wird übernehmen die beiden letzten Panel, Dr. Petra Püchner, sie ist Geschäftsführerin des Steinbeis-Europa-Zentrums und Europabeauftragte der Wirtschaftsministerin Baden-Württemberg und ich denke, sie bringt auch sehr viel Kompetenz mit, um diese beiden Panel noch besser zu moderieren als ich. Ja, und jetzt, ich weiß, der Hunger naht, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir
kommen jetzt zu dem Panel, International Open Innovation heißt es, und es geht darum, so wie Sie schon angefangen haben zu reden, internationale Kooperation. So gibt es natürlich auch internationale Kooperation in anderen Bereichen, und ich rufe einfach mal aus Zeitgründen schnell auf Professor Dr. Markus Roth. Er ist CSO von Focus Energy GmbH, und Herrn Peter Krämer, Entschuldigung, ohne Doktor, Managing Director von der Gaia X Hub, von dem Gaia X Hub Germany. Super, Dankeschön. Wir gehen da rüber. Hi. Genau, verteilen Sie sich auch, und Mikros sind an Ihrem Platz. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Genau. Ja, und wir fangen. Was habe ich verpasst? Nix, ich bin so klein, ich passe immer nicht so richtig hinter diese Dinger, aber das macht nichts. Ich nehme es mit Humor. Ich glaube, dass ich noch ein bisschen kleiner bin als Sie. Wir kriegen das hin. Ja, ich fange einfach gleich an, Herr Professor Roth. Ihr Unternehmen, die Focus Energy GmbH, das ist das, was die Ministerin heute Morgen schon, ich weiß nicht, ob Sie schon da waren, heute Morgen, Ministerin hat sie schon erwähnt. Das Stuttgarter Parkhaus hat uns ein bisschen ausgebremst, wir haben es leider verpasst. Okay, weil sie hat sich schon erwähnt und hat schon gesagt, wie toll das ist, dass Sie heute da sind, weil es geht bei Ihnen ja um Laser und Plasma. In dem Bereich sind Sie auch Professor. Und diese Aussage, Laser und Plasma for the future of mankind. Können Sie was dazu sagen? Ja, schönen Dank. Erstmal freue ich mich riesig, heute hier zu sein. Und es war ein fantastischer Vortrag, sagenhaft. Und gerade so das Letzte, hochzielen ist besser als tief zielen und dann treffen. Das ist genau das, was uns bei Focused Energy auch antreibt. Wir arbeiten an der Umsetzung der kontrollierten Kernfusion und wollen bis zum Ende des Jahrzehnts ein Demonstrationskraftwerk ans Netz gebracht haben und mit einem weiteren First-of-a-Kind-Kraftwerk bis Ende der 30er CO2-frei sicheren Strom produzieren aus der Kernfusion mit Laseranlagen. Und wir sagen immer spaßeshalber, was wir machen, ist keine Rocket Science, weil wenn es Rocket Science wäre, hätten wir es in den 60ern schon hingekriegt. Es ist das komplizierteste Experiment, was wir auf der Erde machen. Wir holen einen Stern auf die Erde und versuchen, ihn kontrolliert zu melken. Und das ist das große Problem. Ich selber bin in dem Bereich tätig seit ungefähr 25 Jahren, habe an der Universität gelehrt und arbeite dort auch heute noch Teilzeit. Und wir haben uns im Jahr 2021 dazu entschlossen, das Ganze auf eine neue Basis zu stellen und ein Startup-Unternehmen zu gründen. Und ich sage es gleich, wir haben das Unternehmen in den USA gegründet, in Delaware. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. $180, 10 Minuten, alles online, und das Unternehmen war gegründet. Versuchen Sie das mal in Hessen. Wir haben dann aus den USA raus eine deutsche GmbH übernommen als 100%ige Tochter und haben in den letzten 18 Monaten ungefähr 55 Mitarbeiter eingestellt. Das Wichtigste in dem Zusammenhang ist, einen Monat nachdem wir unsere Firma gegründet haben, hat das Verfahren, mit dem wir Fusion machen wollen, das erste Mal funktioniert. Die weltgrößte Laseranlage in Kalifornien, ein Lasersystem so groß wie zwei Fußballfelder, hat dort einen Monat, nachdem wir gegründet wurden, das erste Mal gezeigt, dass die Fusion funktioniert. Und am 5. Dezember letzten Jahres wurde damit auch das erste Mal überhaupt in einem Fusionsexperiment mehr Energie erzeugt, wie Energie in dieses System hineingesteckt wurde. Und das ist natürlich für uns ein toller Durchbruch gewesen. Noch viel schöner war es für Focused Energy, dass direkt nach diesem gewaltigen Durchbruch in den USA die Hälfte der leitenden Wissenschaftler an dem dortigen Forschungsunternehmen dort gekündigt haben und zu uns gekommen sind. Wow. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Kollegen und Mitarbeiter dort arbeiten seit 25 Jahren in staatlicher Forschung an einem großen Experiment, das zum Teil auch der Waffenforschung dient. Und diese Mitarbeiter würden gerne was zum Wohle der Menschheit beitragen, Energie zu produzieren. Und nachdem die festgestellt haben, jetzt haben sie gezeigt, dass es geht, und ein Jahr später tat sich immer noch nicht viel, haben die uns angerufen, und die leitende Wissenschaftlerin, die seit 35 Jahren alles an Targets designt, hat dann gesagt, Marcus, I always wanted to do IFE and finally the time has come, hat dort gekündigt und ist seit 1. September letzten Jahres inzwischen auch bei uns. Ja, das heißt also, wir haben die leitenden Wissenschaftler aus mehreren Forschungsunternehmen
sei es in Deutschland Jülich, sei es in den USA die University of Rochester oder das Lawrence Livermore National Laboratory, inzwischen nach Deutschland geholt, nach Darmstadt geholt. Wir haben zwei Standorte, einen in Texas in Austin und einen in Darmstadt bei uns hier in Hessen. Hintergrund ist, für dieses Unternehmen, und das ist am Anfang hier schon mal sehr schön gesagt worden, wir sind ein kleines Startup, wir werden die Fusion allein nicht hinkriegen. Wir kriegen es nur hin in Zusammenarbeit mit den großen Forschungslaboren in der Welt, mit den besten Köpfen von beiden Seiten des Atlantiks und mit einem Ökosystem, das in der Lage ist, das zu unterstützen. Und da unser Ansatz bei der Fusion auf Lasern basiert, Hochleistungslasern, haben wir in Deutschland einen einzigartigen Standortvorteil. Wenn man sich mal überlegt, wer in der Optik- und Lasertechnik führend ist, Schott, Zeiss, Trumpf, Hereos, die Liste lässt sich beliebig fortsetzen, das sind alles Unternehmen in Deutschland. Wir haben dort noch einen echten Technikvorteil und den wollen wir mitnutzen. Und wenn Sie sagen, dass Sie sozusagen so viel wie möglich auch dazu nehmen müssen, kommen auch Unternehmen dazu oder ist es nur die Forschung? Nein, also wir sind direkt an der Forschung. Wir haben die Konzepte, wir erarbeiten das Programm. Aber natürlich tun wir das in einem industriellen Ökosystem, das wir parallel mit unseren Arbeiten mitentwickeln wollen und müssen. Das heißt, wir reden intensiv mit unseren Partnern in Deutschland und in Amerika. Wenn wir ein erstes Kraftwerk bauen wollen, brauchen wir 6.000 Hochleistungsoptiken. Und dann gehen Sie zu einer bekannten Firma, die Laserglas herstellt und sagt, wie viele Laserglasscheiben könnt ihr pro Tag bauen? Dann sagen die einem eine Zahl und dann gucken wir mal bei uns in die Bücher und wissen, das dauert 12 Jahre, bis die Scheiben da sind. Und sagt, hier müssen Sie was ändern. Und so in dem Stil arbeiten wir. Wir werden also zusammen mit der Industrie versuchen, dieses Ökosystem hochzuziehen, damit wir die Zeitlinien halten, damit wir bis zum Ende dieses Jahrzehnts demonstrieren können, dass wir mit der Fusion Energie produzieren können. Weil Sie sagen ja auch, im Prinzip ist auch ein Zitat, es wird eben nicht ausreichen mit Solar- und Windenergie, die notwendige Energie, die wir brauchen, in den nächsten 30 Jahren zu gewinnen. Also gerade wir in Nordeuropa haben ja das Problem, wir wissen, dass wir ein Netto-Energie-Importland sein werden, wenn wir auf die Erneuerbaren setzen. Und wir hatten es ja heute schon gehört, die Wasserstofftechnologie, die Brennstoffzelle. Wasserstoff ist ja ein Energieträger, aber kein Energieproduzent. Der Wasserstoff muss irgendwo produziert werden. Und wir können natürlich mit jede Menge umgebauter Öltanker Wasserstoff in Ammoniak transferieren, das Ganze über den halben Globus verschiffen, um es dann hier anschließend wieder zu verbrennen. Die Frage ist das wirtschaftlich? Und die zweite Frage ist, wie abhängig machen wir uns entsprechend immer wieder von anderen Ländern? Mit der Kernfusion haben wir den Vorteil, wir sind weltweit, haben wir keinerlei Ressourcenprobleme. Wir brauchen im Prinzip 1,5 Kilogramm Lithium am Tag und 1,5 Kilogramm Wasserstoff am Tag und ein 1 Gigawatt Kraftwerk läuft rund um die Uhr durch. Das sind Mengen, die dabei benötigt werden, die sind lächerlich. Ja. Sehe schon, wir bekommen schon Zustimmung. Wir reden gleich noch um Open Innovation. Ich gehe aber mal weiter jetzt zu Herrn Krämer. Herr Krämer, Sie sind Sie sind in dem Themenbereich dieses Gaia-X-Projektes, Gaia-X und vor allen Dingen der Hub für ganz Deutschland. Wie sind Sie dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist erstmal, wie kommen wir denn überhaupt zu Gaia-X? Gaia-X, das ist ein Moonshot-Projekt von Peter Altmaier gewesen, wo es um digitale Souveränität geht. Was bedeutet digitale Souveränität? Die Fähigkeit, selbstbestimmte und wohlinformierte Entscheidungen darüber zu treffen, wer was, wann, zu welchem Zweck, für wie lange, gegen welche Vergütung mit meinen Daten anstellen kann. Das ganze Themenfeld Souveränität ist eins, das kennen wir spätestens seit 2016, als damals in den USA ein Regierungswechsel vollzogen worden ist. Und die Frage, wie ist das denn jetzt mit den transatlantischen Beziehungen? Sind die weiterhin so belastbar wie in der Vergangenheit oder ändert sich da was? Damals ist das Thema Souveränität auf die Tagesordnung gekommen und Gaia-X ist ein direkter Nachfolger davon. Und Gaia-X, Moonshot-Projekt, ist eins, das darf mit Sicherheit nicht nur Selbstzweck sein, sondern das muss ein Ziel haben, das muss einen Mehrwert generieren. Und da war es von vornherein klar, wir müssen alle, die sich irgendwo in diesem Datenbereich rumtreiben, die müssen wir damit einbeziehen, um sicherzustellen, dass eben dieses Souveränitätsziel auch tatsächlich so umgesetzt wird, dass diejenigen, die es später damit nutzen wollen, es erstens verstehen und zweitens, naja, auch irgendwie verwerten können. Dafür brauchte es eine Organisation, die sich dieser Sache annimmt und das BMWK, BMWI, wie es damals noch hieß, hat zu Akkatech, meinem Arbeitgeber, geschaut, das ist die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und hat gesagt,
ihr habt da eigentlich keine Aktien drin, kümmert euch mal drum, dass diejenigen, die was daran zu tun haben, dass die irgendwie zusammenkommen. Naja, und so sind wir dazugekommen. Ich leite das Projekt jetzt seit, muss ich kurz überlegen, seit Ende 2019, seit dem Digitalgipfel. Und wir beschäftigen uns im deutschen GAIA-X-Hub sehr konkret mit der Frage, was bringt mir das eigentlich? Was kann ich damit anstellen, wenn ich Souveränität in meinem Datenkontext tatsächlich habe? Und da geht es natürlich übergeordnet auch irgendwo um dieses geopolitische Ziel, Unabhängigkeit von einzelnen Ländern und deren Versorgung mit Rohstoffen, mit Ressourcen, mit Infrastrukturen, aber natürlich auch um die Frage, wie kann ich denn mit Hilfe von Daten dann Innovationen erzeugen? Weil klar ist, Daten ist eine Ressource, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil eine Ressource in den allermeisten Fällen aufgebraucht wird und Daten das nicht tun. Aber die Idee bleibt, wir müssen mit Daten Innovationen schaffen. Das geht nur, wenn wir sie zur Verfügung stellen. Und zur Verfügung stelle ich meine Daten nur, wenn ich weiß, was damit passiert und wenn ich sagen kann, nein. Und diese Fähigkeit, Nein zu sagen im Datenkontext, ist eine, die ist ganz, ganz wichtig. Und dafür brauchen wir GAIA-X. Und ich fand das ganz toll und mir ist ein kleines Tränchen gekommen, als das gerade gesagt wurde. Wir müssen auch mal da oben hin zielen, um überhaupt dahin zu kommen. Und denn genau das ist der Punkt, wo wir mit GAIA-X sind. Wir haben ein internationales Projekt, das klar irgendwann mal im Kopf von Peter Altmaier geboren worden ist, das aber inzwischen weit über die deutschen Grenzen hinausgeht, weil, naja, auch Daten nicht an Ländergrenzen halt machen, auch nicht an Kontinentalgrenzen und wer weiß, irgendwann vielleicht auch nicht an planetaren Grenzen. Ja, genau. Im Prinzip brauchen wir auch das Weltalldaten über den ganzen Planeten sozusagen zu verteilen. Und letztendlich machen wir das ja mit, Sie haben jetzt gesagt, oben. Ohne das geht es nicht. Und das macht es, glaube ich, auch so spannend und aber auch gleichzeitig so schwierig, es zu greifen, was GAIA-X auch wirklich ist. Auch die frage ich gleich noch zu Open Innovation. Ich fange aber bei Ihnen an, Frau Winter. Open Innovation in Ihrem Kontext, mit Ihren Erfahrungen. Wie sieht es aus? Also Sie arbeiten natürlich weltweit in diesem Bereich, ob das jetzt wahrscheinlich auch auf der Bundeswehrebene natürlich, aber natürlich auch auf der Ebene möglicherweise Astronautin zu werden. Was können Sie erzählen über internationale Zusammenarbeit bei der ESA zum Beispiel? Ja, es ist nicht nur internationale Zusammenarbeit, sondern was mir da viel mehr noch, also was da übergeordnet ist in meinem Herzen liegt, ist ein Verständnis und eine Offenheit für Forschung und Wissenschaft. Weil Forschung und Wissenschaft kostet dummerweise einen Haufen Geld, wenn man es richtig macht, und bringt erstmal nichts. Aber dann haben wir gehört, wie geil das wäre, ja, Entschuldigung, aber so ist es, wenn Kernfusion funktioniert, wenn wir saubere Energie machen könnten, aber die Chefwissenschaftlerin ist seit 35 Jahren dran. Und das waren amerikanische Steuergelder. Und man braucht aber in der Forschung, in der Wissenschaft Zeit und ein bisschen Ruhe und kann nicht dauernd das im Nacken haben, das ist ein Kunde, ich brauche einen Return on Invest, es muss weitergehen und ich kann nicht für die jährlich eine Bilanz vorstellen, sondern ich muss mich ausprobieren und an verschiedenen Konzepten auch scheitern dürfen. Also ich brauche diese Seite, damit es vorwärts geht und dann brauche ich die Startups, die Firma, die Macher, die sagen, so, jetzt ist es reif, jetzt traue ich mich, irgendeiner muss wieder Geld in die Hand nehmen, manchmal sogar sein eigenes und sagen, so, und jetzt renne ich damit los und setze das um. Und diese beiden Seiten sind enorm wichtig und die muss man beide fördern. Und jetzt haben wir wieder Start-up-Strategie, ja, der Bundesregierung so. Sie, mein Mann hat gerade ein ganz normales mittelständisches Unternehmen gegründet, der ist in der Baubranche. Er versucht viel weniger, ja, der möchte nur ein paar Handwerker auf den Bau bringen. Die Hürden, die dem im Weg stehen. Ja, das Erste, was kommt, ist vom VDI, du musst für 1800 Euro im Jahr irgendein Abo abschließen. Und ich so, what the... Ja, so wird es nichts. Wir müssen wirklich, und das auch als Gruppe, als Bevölkerung, diese Kultur haben, zu sagen, das ist geil, wir unterstützen das und alle Hürden da aus dem Weg räumen. Nur dann kann uns das gelingen. Und es ist so schön zu hören, wir sind da noch Technologieführer in den Optiken und diesen Dingen. Das ist ja was, das hätte ich jetzt wieder nur so halb auf dem Schirm gehabt, auf das wir auch nicht stolz sind als Land. Das darf man schon mal sagen. Wir haben das in der Solarenergie zum Beispiel völlig verloren. Da sind wir richtig gut und jetzt müssen wir diese Unternehmen richtig fördern, dass die da wieder auf Weltmarktniveau bleiben. Ja, ich glaube, da haben Sie natürlich ganz vielen aus dem Herzen gesprochen.
In der Internationalisierung spielt es natürlich auf jeden Fall auch eine Rolle, insbesondere wenn man die anderen Märkte erobern will, dann braucht es Geld, dann braucht es Finanzierung, es braucht den Glauben an die Startups, dass sie das auch können und dass sie, was haben wir heute Morgen schon gehört, dass für viele Investoren aber die Startups oft noch nicht so weit sind. Das heißt, man muss eben auch die Unterstützung geben, dass sie überhaupt auf die Ebene kommen, dass sie interessant werden für die Investoren. Es ist alles nicht so einfach, aber es braucht Mut, das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört und ich glaube, das hören wir auch gleich noch im nächsten Panel, dass es mit Mut aber durchaus funktionieren kann. Open Innovation bei Ihnen, Herr Professor Roth, wie sieht es aus? Also natürlich, Sie haben USA und Sie haben Hessen, Deutschland und darüber hinaus? Wir haben tatsächlich auch ein Team in Nizza sitzen, wir haben Mitarbeiter in Paris und in England. Das heißt also, wir sind europäisch schon relativ gut aufgestellt. Wir arbeiten jetzt gerade an der Zusammenarbeit mit Spanien sehr intensiv und Italien. Also die internationale Zusammenarbeit ist in unserem Bereich der Wissenschaft sowieso ein Muss. Und diese Vernetzung auch mit den Forschungsinstituten ist eigentlich von vornherein Voraussetzung gewesen, dass das bei uns funktioniert. Bei uns ist Open Innovation aber auch tatsächlich noch der innovativ offene Ansatz in dem Sinne, dass man neue Technologien mit hineinbringt. Also unsere Technologie, wir kennen das vielleicht noch, die Fusion hat ja diese berühmte Fusionskonstante, dass die Fusion, in 30 Jahren sind wir soweit und das sagt man immer, egal zu welchem Zeitpunkt man fragt. Und das hat sich inzwischen geändert und ja, wir haben nach wie vor große Experimente, die viele, viele Jahrzehnte brauchen, bis sie fertig werden. Wir haben aber darüber hinaus in der Zwischenzeit neue Ansätze, gerade eben über diese Hochleistungslaser, die wir verwenden werden, für die es 2018 unter anderem den Physik-Nobelpreis gegeben hat. Und mit diesen neuen Technologien, die da inzwischen aufgekommen sind, auch bei unseren Kollegen von der Magnetfusion, da sind neue supraleitende Materialien ins Spiel gekommen, jetzt in den letzten paar Jahren. Und neue Startup-Unternehmen sind da gegründet worden. Es sind ungefähr jetzt 60 weltweit. Wir brauchen diesen offenen Ansatz und wie Sie schon gesagt hatten, wir müssen auch mal die Chancen sehen, nicht immer nur die Risiken. Ein Freund von mir aus England hat mal gesagt, Marcus, at the end of every problem there is a German. Und es gibt keinen englischen Ausdruck für Chefbedenkenträger. Aber den haben wir nach wie vor. Und dieser offene Ansatz, dieser innovative Ansatz, das einfach mal zu probieren, das ist eine wichtige Voraussetzung. Mhm. Bei uns kommt noch eine Sache dazu. Ja, auch bei uns sind die Zeitkonstanten tatsächlich noch 15 Jahre, bis wir daran denken, das erste Kraftwerk so weit zu haben, dass da die ersten Watt ans Netz gehen. Und das ist für den einen oder anderen Venture Capital Fonds oder den einen oder anderen Investor eine Zeit, da muss man den Mut haben, sozusagen in diesen Zeithorizonten zu denken. Da haben wir unter anderem Glück, dass wir auch in Europa Family Offices haben, wo die Familien wissen, dass auch die nächste Generation in ihren Familien noch in einer Umwelt leben will, wo man nicht von anderen Ländern abhängig ist oder wo man das Industrieland Deutschland abgeschafft hat. Und das sind, glaube ich, so wichtige Voraussetzungen für Open Innovation. Mhm. Und das Vertrauen und also Verträge oder Vertrauen einfach nur und deswegen kooperieren und weit mit zusammenarbeiten oder wie läuft es oder wird alles vertraglich festgelegt? Also wir haben natürlich einiges an Verträgen, insbesondere NDAs, weil einiges unserer Technologie ist natürlich unsere ureigenste Technologie. Ich denke, eine wichtige Voraussetzung für uns war tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum wir uns in Darmstadt ausgegründet haben, als kleine Anregung. Wir sind in Darmstadt das erste Unternehmen, was aus einer Universität ausgegründet wurde, mit diesem IP-for-Shares-Modell. Normalerweise, wenn man ein kleiner Postdoc ist oder Professor hat eine gute Idee, will damit raus, dann muss man seine eigene Idee erstmal aus der Universität rauskaufen, weil die gehört ja Vaterstaat. Und das können sich viele Startups am Anfang gar nicht leisten. Mhm. Und was die TU Darmstadt als erstes gemacht hat, war, sie hat gesagt, okay, wir geben euch die gesamten 20 Jahre meiner Forschungstätigkeit mit in die Firma plus das Target-Labor, was ich aufgebaut habe. Und dafür kriegt die Universität Firmenanteile. Und dieses neue Modell, das hat sich unglaublich bewährt, weil wir hatten einen hervorragenden Start. Wir haben aus USA eine Laserfirma mit übernommen, wir haben aus Deutschland ein Target-Labor mit übernommen. Wir waren im Prinzip arbeitsfähig vom ersten Tag an. Und das hat sehr viele Investoren überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Herr Krämer, bei Ihnen geht es ja, Sie sind vom Deutschland-Hub, aber letztendlich geht es ja um ein europäisches Projekt, Gaia-X ist ja europäisch. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Also Dateninfrastrukturen, denken Sie nur darüber nach, wie kann man das sicher machen in Deutschland oder wie arbeiten Sie mit den anderen zusammen?
Nee, wie gesagt, Daten hören nicht einfach an der österreichischen Grenze auf, sondern die müssen darüber hinwegkommen. Und das Gleiche gilt natürlich vor allem im Industriekontext weltweit. Also so wie die weltweite Industrie integriert ist global, wird es nicht möglich sein zu sagen, so wir halten jetzt unsere Daten nur in Deutschland und die chinesischen Kolleginnen und Kollegen, die produzieren, ja, die sitzen halt auch im Trockenen. Das bedeutet nicht, dass es leicht ist, aber wenn es leicht wäre, wird es jeder machen. Deshalb, wir haben schon früh uns mit den Besonderheiten der Europäischen Union rumärgern dürfen. Das hat begonnen bei der Frage von, was ist eigentlich Souveränität? Ist das eben Selbstbestimmung oder ist das eine völlige Autonomie von anderen Ländern, die in Europa sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist? Das ist häufig gefüttert aus den Industrie- und Gesellschaftsstrukturen, aus denen die einzelnen Länder dann letztendlich bestehen. Die Franzosen machen Dinge anders, als die Deutschen das tun. Das liegt einfach daran, dass Paris als in Frankreich das uneingeschränkte Zentrum ist, während wir hier in Stuttgart sitzen, das nicht die Bundeshauptstadt ist, aber doch ein sehr wichtiger Industriestandort. Aber wir haben eben auch, wir haben München, wir haben Frankfurt, wir haben das Rheinland, wir haben das Ruhrgebiet, wir haben Hamburg, wir haben Berlin, wir haben große Städte, die unterschiedliche Pole einer Industrie abbilden. Und das muss sich natürlich auch in so einer Infrastruktur, in einer Dateninfrastruktur abbilden lassen. Deshalb haben wir die möglichst offen gestaltet. Open Source spielt da eine große Rolle. Aber uns war auch klar, wir können das Ding nicht auf der grünen Wiese aufbauen. We can't build it and they will come. Funktioniert einfach nicht. Also wir müssen sehen, was sind denn eigentlich so die am Markt vorhandenen Realitäten, die wir berücksichtigen müssen. Das sind natürlich amerikanische Anbieter im Digitalbereich. Wir können die Augen verschließen und die Finger in die Ohren stecken und laut la 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 rufen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass 85% des Cloud-Markts in Europa von amerikanischen Anbietern bedient werden. Und das aus gutem Grund, weil die ein echt gutes Angebot haben, muss man mal sagen. Aber das bringt regulatorische und Governance-Probleme mit sich. Der US Cloud Act ist hinreichend bekannt, das Schrems II-Urteil ist bekannt und Privacy Shield 4.0 wird auch nochmal eher wahrscheinlich in Raumfahrtdimensionen am Horizont erscheinen. Das heißt, wir müssen mit Sicherheit irgendwie dahin kommen, dass wir Komplementarität herstellen. Wir müssen in der Planungsphase, in der wir uns bei GAIA-X bis vor kurzem befunden haben, da müssten wir sicherstellen, dass all das, was sich hier so in Europa und sonst am Markt rumtreibt, dass es auch Berücksichtigung findet und zwar irgendwie gleichberechtigt. Weil die Interessen der deutschen Industrie sind nicht wichtiger als die Interessen der rumänischen Industrie. Das fällt manchmal schwer, wenn man sich nur die Zahlen anguckt, aber im Sinne einer offenen Industriepolitikgestaltung in Europa und der Vollendung des europäischen digitalen Binnenmarktes muss das halt der Fall sein. Es muss also für alle zugänglich sein, es muss diskriminierungsfrei sein und es muss irgendwo einen Anreiz bieten, seine eigenen Innovationen genau da zu platzieren, wo sie letztendlich monetarisiert werden können, sofern man natürlich von monetariellen Anwendungen redet. Und ich glaube, da sind wir mit GAIA-X auf einem guten Weg. Wir werden dieses Jahr mit Sicherheit die ersten marktreifen Anwendungen bekommen. Da zählen die Kolleginnen und Kollegen von Catena-X aus dem Automobilitätskontext dazu, aber auch im Mobility-Data-Space. Mobilität als Thema ist so unglaublich wichtig für all die Probleme, die wir auf dieser Welt haben, dass wir die nur datengetrieben lösen können. Das ist auch klar. Und deshalb glauben wir bei GAIA-X und auch ich persönlich, dass wir an sowas wie GAIA-X gar nicht vorbeikommen. Noch eine ganz kurze Runde. Will jemand gleich klatschen? Genau. Eine ganz kurze Runde. Das hört sich jetzt alles an, es braucht es noch eine Weile. Bei Ihnen braucht es auch noch eine Weile und bei Ihnen vielleicht auch. Was wünschen Sie sich denn, dass es in den nächsten 2 Jahren passiert? Oder was soll in den nächsten 2 Jahren passieren? Frau Winter. Ich soll anfangen. Also ich will gerne zum Mond fliegen. Ganz unegoistisches Ziel. Das wird in den nächsten 2 Jahren nicht passieren. Jetzt haben wir ja übermorgen Weltfrauentag. Ja, den finde ich ja immer so einmal im Jahr beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Finde ich hart lächerlich. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Umdenken haben, weil ich brauche Frauen oder Minderheiten. Und Frauen sind keine Minderheit, ja, wir sind die Mehrheit. Aber auch andere nicht einstellen oder unterstützen, weil man das halt so macht. Und man sagt, da habe ich eine Frau im Vorstand, wird alles besser. Ja, gibt tatsächlich auch Frauen, die einen schlechten Job machen. Aber wir können uns das nicht leisten, wenn wir vernünftige Innovationen wollen, auf 51% der besten Köpfe zu verzichten. Also egal, wie sehr ich Menschen mag oder nicht, das ist einfach schlechtes Business. Danke. Und das dann auch im internationalen Kontext. Ja.
ich würde mir in Deutschland auch von der Politik ein bisschen mehr Mut wünschen an der Stelle. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Bei der Kernfusion hat man, als man erkannt hat, dass das jetzt funktioniert, in den USA gesagt, okay, wir legen ein Programm auf, Public-Private Partnership, der Staat gibt was dazu, wenn die Privatindustrie sich dort engagiert, mit ungefähr 50 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Wir müssen uns ja ein bisschen kürzer halten. Sorry. Und das, die Engländer und die Japaner machen das momentan auch. In England hat man beschlossen, dass man Fusionskraftwerke aus dem Atomrecht rausnimmt und in Gesundheit und Umwelt packt, weil die Gefährdung der Bevölkerung ähnlich ist wie bei einem Tumortherapiezentrum oder sowas. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir in Europa da ein bisschen weiter sind. Und die Randbedingungen auch für die Mitarbeiter sind teilweise in den USA noch besser. Um das mal anzuschließen, meine beiden zwei besten Doktorandinnen haben jetzt gerade in Kalifornien angefangen, aber leider nicht bei uns. Okay, danke. Herr Krämer. Lass dir raten, teile Daten. Super, perfekt. Herzlichen Dank. Und ich muss schon gleich zum nächsten Panel übergehen. Herzlichen Dank für Sie, auf das Applaus für Sie. Danke. Und Ihre Ideen. Und dass es auch wirklich geschieht, was Sie sich wünschen. Ja, und wir kommen gleich zum nächsten Panel. Und Frau Winter, Sie werden sich freuen, es sind drei herausragende Unternehmerinnen, die wir jetzt haben werden und die sehr mutig sind. Ich rufe Sie gleich auf, Frau Dr. Katrin Schuhen. Ich habe Sie noch nicht gesehen, aber Sie sind irgendwo da. Dass Sie nach vorne kommen. Dann machen wir weiter. Die Frau Verena Ziegler. Sie ist CEO von Open Dress GmbH. Und arbeitet mit einem firmeneigenen patentierten Ansatz für KI-gestützte Körperscanner. Ach, und da sind Sie gekommen. Entschuldigung, Frau Schuhn, ich habe Sie gar nicht gesehen. Schleichen sich von der anderen Seite an. Ja, Frau Katrin Schuhn ist Geschäftsführerin einer GmbH, die heißt Wasser 3.0, ein Greentech-Unternehmen. Wir werden gleich noch hören. Und dann begrüße ich auch Frau Sandra Jörg. Ja, auch da, wunderbar. Die ist CEO von Blackpin, eine Gründung von 2016. Und es geht hier auch um den Schutz von Daten. Also Daten sind heute ein wichtiges Thema. Super. Ja, dieses Podium hatte ich schon vorher gebrieft und die wissen, dass wir wenig Zeit haben. Und deswegen werden wir gleich anfangen mit der ersten Fragerunde. Jetzt muss ich mich gerade wieder hier finden auf meinem. Genau, die erste Fragerunde war, Sie sind ja sehr kreativ mit dem, was Sie tun, auch, und tun das auch aufgrund von Ihrer intrinsischen Inspiration, die Sie auch haben, und dass Sie wollen wirklich was erreichen. Was würden Sie denn sagen, das war das Wichtigste, was Sie bisher geleistet haben? Und wir fangen wir einfach mal bei Ihnen an. Sie haben das Mikro schon in der Hand. Genau. Ja, vielen lieben Dank, auch dass ich heute hier sein darf. Ja, ich denke, dass wir uns extrem damit beschäftigen, wie Datenschutz aussieht im Bereich Kommunikation und Information. Und wir haben eine Lösung geschaffen, dass man sich eben im sogenannten Non-Desk-Employee-Bereich, also im Business-Bereich, für Mitarbeiter, Kunden, Partner eine Lösung hat, dass man sicher kommunizieren kann für diese bestimmte Zielgruppe. Und wir erfüllen halt damit alle Gesetzesregelungen und haben einen großen Berg vor uns gehabt an Arbeit, um eben sicher zu sein mit einem mini kleinen Team. Wir sind 22 Mann in 8 Ländern verteilt und kämpfen dann so gegen die ganz Großen an wie WhatsApp oder Teams, wobei wir Microsoft Accelerator Programm sind, die fördern uns auch. Aber mit 22 Mann im Vergleich zu 40 Millionen, was Signal bekommen hat, muss man ganz schön hart kämpfen, um auf diesem Markt eben stattfinden zu können. Und wir haben jetzt ein Produkt, es ist fertig auf höchstem Sicherheitsstandard mit einer neuen Verschlüsselung, die Matrix heißt, was auch im Medical-Bereich zur Pflicht wurde 2022, und sind stolz, dass wir das mit ganz wenig Mitteln geschafft haben, eben auch ein Produkt zu launchen. Herzlichen Dank. Sie sind dafür ja auch IT Women of the Year geworden 2021. Ja, nicht nur ich, sondern mein ganzes Team. Ja. Genau. Ja, machen wir. Sie haben ja auch schon Ihr Mikro in der Hand, Frau Jörg. Ich bringe heute die Namen durcheinander, sorry. Frau Ziegler, genau. Genau.
Ja, also ich glaube, wir haben einfach ganz andersrum angefangen, wie das, wie man es normalerweise wahrscheinlich macht in einem Startup. Also nicht ein Problem gesucht und dafür eine Lösung konzipiert, sondern wir haben geguckt, was läuft denn generell falsch und haben gemerkt, die Textilindustrie als zweitgrößter Umweltverschmutzer weltweit nach Ölkatastrophen ist eine der unterentwickelsten Industrien weltweit und absolut nicht digitalisiert, alles noch in 2D-Denke und auch die Art, wie die Sachen hergestellt werden, noch wie vor 160 Jahren, als die Schnittmuster erfunden wurden. Und dann haben wir was patentiert, ein Algorithmus, wie man quasi von einem 3D-Scan direkt ein Schnittmuster abwickeln kann am eigenen Körper und gar nicht mehr auf diese 2D-Ebene kommt, weil das ist genau das Problem, dass nämlich da eine Ebene verloren geht und das eben nicht richtig den Menschen passt und auch Standardmode generell nur 30% der Menschen weltweit passt. Und haben dann gemerkt, okay, da gibt es überhaupt keinen Markt dafür, weil die Modebranche wie ein großer Tanker gar nicht sich umdrehen lässt. Die sind noch auf einem ganz anderen Weg und haben eigentlich dann stückweise rückwärts bezogen versucht zu gucken, wo müssen wir denn ansetzen, dass wir die Modebranche abholen und mit auf den Weg nehmen zur Transformation, dass wir Daten anfangen zu sammeln, dass wir Datengrundlagen schaffen, dass wir Daten analysieren für zukünftige Kollektionen, dass wir versuchen, passgenauer, zielgenauer zu produzieren, dass wir kürzere Zyklen haben zu produzieren, dass wir nicht mehr irgendwo in Niedrigschwellenlohnländern wie Bangladesch produzieren, sondern eben auch wieder in Europa. Wie können wir Infrastrukturen aufbauen für Microfactories, dass wir auch wieder als Standort Deutschland, Europa Produktionsstätte werden und nicht mehr alles Know-how weggeben. All solche Dinge haben wir uns gestellt und das ist, glaube ich, sehr antizyklisch zu dem, wie man normalerweise ein Startup aufbaut, dass wir erstmal angefangen haben mit der Utopie und langsam rückwärts gewandt geguckt haben, wie müssen wir denn dann überhaupt mal den Markt abholen und haben dann eben unser Geschäftsmodell dementsprechend entwickelt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel verschiedene Schritte gemacht, um eben dann anzusetzen, 3D-Scans mit jedem möglichen Smartphone, Tablet, iPhone, was auch immer, herstellen zu können, um dann Größenempfehlungen für Online-Shops erstmal auszuspielen, virtuelles Anziehen auszuspielen und dann eben auch aufzuzeigen durch Daten, durch Datenanalyse, hey, hört mal, ihr habt eine Zielgruppe, die ihr überhaupt nicht abholt, die sind halt nicht S bis XL und die Zielgruppe ist eigentlich die größte Masse und es lohnt sich auch mal eine kleine Produktion aufzubauen mit einer Microfactory-Anlage in dem näheren Umfeld, für das man produzieren kann. Und auf diese verschiedenen Dinge sind wir stolz, dass wir das hinbekommen haben, weil da braucht es eben viel, viel Forschung und viel, viel Investition, um diese ganzen Dinge auch aufzubauen zu so einem Art Zyklus, den man da mitnimmt. Genau. Ja, super. Frau Dr. Schuhen. Wer von Ihnen sieht in Mikroplastik ein globales Umweltproblem? Kurz mal die Hand hoch. Alle. Wer von Ihnen hat schon für Wasser 3.0 gespendet, weil wir als gemeinnütziges GmbH genau diesem Thema uns widmen, und zwar mit Technologie, mit Bildung, mit Aufklärung, mit Sensibilisierung. Bei Mikroplastik geht es darum, zu verstehen, warum wir uns heute noch nicht diesem Thema widmen, warum jeder über CO2-Footprint redet, aber niemand über den Mikroplastik-Footprint. Warum wir viele Prozesse umstellen, aber nie über Mikroplastikbelastung reden. Das liegt einfach daran, dass es schlicht und ergreifend echt ein Thema ist, was total unsexy ist. Niemand redet gerne über Abwasser. Niemand beschäftigt sich gerne mit dem Thema von globaler Umweltverschmutzung. Wir sind auch überflutet von schlechten Nachrichten. Und jetzt bin ich hier und sage Ihnen, es gibt auch gute Nachrichten. Es gibt nämlich auch Lösungen. Die Lösungen sehen so aus, dass wir technologisch von unsichtbar nach sichtbar arbeiten. Das versteht jeder. Wenn man was sieht, kann man es wahrnehmen, kann man es entfernen. Das ist die Papiertüte im schönen ökologischen Umfeld, die vielleicht auf dem Boden liegt, aber es ist auch die Mikroplastikbelastung in den Kosmetika, in Waschmitteln, in unserer kunststoffverarbeitenden Industrie, im Recycling. Und wenn wir dieses Thema in den Griff bekommen, von klein nach groß, und dann die Industrie mitzieht, die Kläranlagen mitziehen,
dann schaffen wir es, Mikroplastik in der Umwelt zu verhindern. Und dann schaffen wir es, in Gesundheit und Wohlstand, Wohlbefinden an allen SDG-Bereichen aktiv mitzupartizipieren. Und das ist Wasser 3.0. Wir leben heute die sozial-ökologische Transformation, wo die Politik redet, handeln wir auf einem sehr einfachen, straightforward Niveau mit Lösungen, effizient, kostengünstig und bereit für die Internationalisierung. Aber es gibt an einigen Ecken und Enden, und da werden Sie mir vielleicht recht geben, gerade auf der politischen Ebene, wir hatten es eben gerade von den Fördermitteln, einige Hürden. Eine GmbH ist in Deutschland nicht so gerne gesehen, wenn es darum geht, echte Innovationen nach vorne zu bringen, wirtschaftlich zu denken. Und da kommen kreislaufwirtschaftliche Geldflüsse in den Vordergrund, denn man kann auch ein Sustainable Business aufbauen, wo nicht das ganze Geld an Investoren fließt und man sich nicht vorwärts bewegen kann. Dankeschön, Frau Schoen. Sie hatten mir ja erzählt, dass Sie eben als GmbH an vielen Förderthemen gar nicht zugelassen sind, weil das nur für GmbHs ist und nicht für GmbHs. Und ich denke, das ist sicher ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen, um etwas zu ändern, weil wir gerade mit GmbHs, werden Sie auch gleich noch sagen, wenn wir zu Open Innovation kommen, ja auch große Projekte wirklich machen können. Ja, Open Innovation, das ist die zweite Frage. Was läuft bei Ihnen im Bereich Open Innovation? Und wir fangen wieder mit Ihnen an, und dass ich jetzt den Namen auch nicht wieder falsch sage. Wir fangen mit der Frau Jörg an. Ja, das hatte ich jetzt auch im Kopf, genau. Open Innovation bei Ihnen im Bereich, wir haben ja jetzt gerade schon jemanden gehabt, der sagte, er sprach über Daten und das ist also mit Gaia X und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie mit Gaia X irgendwas am Hut haben, aber oder arbeiten Sie parallel dazu oder überhaupt, wie sieht die Kooperation aus mit anderen? Also wir hatten schon hier und da Berührungspunkte mit Gaia X, aber noch nicht ganz so extrem, dass wir jetzt in einem aktiven Projekt waren. Ja, zum Thema Open Innovation, wir haben 1000 Beispiele, weil wir das wirklich durch und durch leben. Ich habe ja 7 Jahre in Israel gelebt und habe auch gelernt von anderen Startups, die ich damals beraten habe, wie das funktioniert, wie es andere Länder machen. Und ein Beispiel zum Beispiel ist, dass wir sehr eng mit der DSGVO selber zusammenarbeiten, was neue Technologien anbelangt, zum Beispiel die Blockchain. Es gibt natürlich noch höher verschlüsselte Technologien, wie jetzt das Matrix-Chat-Protokoll. Es ist aber nicht DSGVO-konform. Irgendwann werden wir dahin kommen. Ich glaube auch in die Technologie, nur heute sind wir noch nicht so weit. Und da reden wir zum Beispiel auch mit der Politik. Ein anderes Beispiel ist, was jetzt auch mit dem letzten Vortrag zu tun hat, wir kooperieren sehr eng auch mit Förderprogrammen oder Instituten wie mit dem ESA-BIC, mit der Luft- und Raumfahrtforschung. Da haben wir ein Spark-Funding-Projekt gewonnen. Da sieht man auch, wohin die Gelder dann wieder zurückfließen und die Technologieforschungen Sinn machen. Wir haben eine Electronic-Sensor-Bettmatte entwickelt mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, was zeigen soll, dass man durch IoT-Schnittstellen Medical Devices auswerten kann in einem sicheren Datenraum, die Patientendaten eben ermitteln kann und die dann eben auch reinkommunizieren, weil wir eben nicht nur Man-to-Man-Communication machen, sondern auch Machine-to-Man oder Machine-to-Machine-Communication. Und da setzt eben unser Produkt an. Und in diesem Bereich ist es eben extrem wichtig, sicher die Daten auszuwerten und die Kontrolle zu haben über Daten. Ein anderes Beispiel, vielleicht das mutigste von allen, ist, dass wir jetzt gerade ganz neu mit unserer Konkurrenz, also es gibt 2 andere Startups außer uns in Deutschland, die auch auf diesem neuen innovativen Matrix-Chat-Protokoll aufbauen. Wir sind alle auch im Gesundheitsbereich unterwegs, wobei wir ja nicht nur eine enge Kooperation geschlossen haben, eine Technologiekooperation, weil es einfach in Europa keine Entwickler gibt, die sich mit dieser Technologie auskennen und wir aus uns selber mit unserem Know-how wachsen müssen und deshalb machen wir hier Knowledge Sharing. Es war natürlich am Anfang hart, über seine Vision zu sprechen, über seine Zielgruppen, über die Features, die jeder plant, weil es eben doch Überschneidungsthemen gibt, aber wir haben dann schnell gemerkt, dass Kooperieren besser ist wie Konkurrieren und wir viel mehr Benefits davon haben. Ja, das ist mutig, sozusagen ohne Angst und also mit Vertrauen sich einander zu öffnen und dann gemeinsam voranzugehen. Genau. Ja. Super. Dankeschön. Frau, ich habe heute echt ein Problem, Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich das fehlende Mittagessen. Frau Jörg, nein, hatten wir gerade. Frau Ziegler.
Genau. Muss das fehlende Mittagessen sein. Open Innovation. Sie arbeiten sehr viel mit Handwerk, mit anderen Unternehmen auch schon zusammen, haben Sie schon gesagt. Erzählen Sie davon. Auch Sie hatten auch von Mikrofabriken gesprochen. Ja. Genau. Genau. Also wir versuchen immer zu kooperieren, weil wir glauben nicht an Einzelkämpfer. Und wir sind auch ein sehr interdisziplinäres Team, weil genau das eben zwischen IT, KI und Mode, da gibt es halt keinen Bereich richtig. Und ich komme auch selber aus dem Open Innovation Lab von der Hochschule Hochschule Konstanz und das ist auch das erste Open Innovation Lab, das es gibt, das hochschulübergreifend ist und da werden auch solche Ansätze gefördert, dass alle mit allen kooperieren und ich glaube da wirklich an dieses Konzept, dass es wichtig ist, dass man eben nicht mehr nur die Probleme durch seine Fachlinse sieht, sondern wirklich auch übergreifend Meta-Level erreicht und es transformiert. Und wir arbeiten zum Beispiel mit der Bundeswehr zusammen, wo wir die erste richtige Kleidung für Frauen entwickeln in 4D. Das heißt, da sind durch KI werden den 3D-Scans auch noch Bewegungen antrainiert, dass die quasi dann auch durch den Matsch robben und was auch immer sie machen müssen, quasi können und die Kleidung das mitmacht. Dann arbeiten wir zum Beispiel auch für ein Autoprojekt, wo wir anhand von Videos die Endkunden erstellen können, von ihrem Auto Autohüllen erstellen oder auch Fußmatten erstellen. Oder wir haben ein Projekt, wo wir Pferdesättel machen für Pferde, also wo quasi die Pferde 3D gescannt werden mit einfach nur einer normalen Handykamera, ein Video aufnehmen und dann das individualisiert wird. Und wir haben eben auch diese Microfactory, wo wir aufbauen, die erste in Nürnberg, jetzt im April anfangend und das in einem großen Netzwerk mit mehreren KMUs, 14 Stück, wo wir auch eben versuchen, so einen ganzen Prozess mal abzubilden. Also man kommt rein in den Laden, kann sich scannen oder zu Hause scannen und sieht sich dann als Avatar und kann sich dann verschiedene Stoffe unter den Scanner legen und sieht dann, wie das aussieht, kann sich drehen und kann dann, wenn man fertig ist, das direkt als Datei abschicken und es landet auf dem Schneidplotter, wird ausgeschnitten und dann direkt vor Ort zusammengenäht. Das heißt, das erste Produkt ist 99 Euro für ein Hemd in 99 Minuten. Genau, von daher, wir sind da an verschiedenen Baustellen dran, aber ich glaube, hätten wir uns nur auf ein Feld konzentriert, würde es uns nicht mehr geben. Also so wie die Lage sich verändert hat mit Krieg und mit Covid und mit Energiekrise und allem, war es gut, dass wir so viele Pferde gehabt haben, auf die wir gesetzt haben. Und genau, das ist auch meine Empfehlung. Ja. Sehr gut, Dankeschön. Frau Schuhn, Sie haben wahrscheinlich als GmbH nochmal einen ganz anderen Ansatz für Open Innovation. Ja, ich meine, eine GmbH ist per se open und auch für Innovationen. Bei uns ist es so, mit dem Mikroplastikthema haben wir begonnen in der Entfernung, haben dann festgestellt, in der Detektion hängen wir irgendwie auch hinten dran. Wir brauchen neue Technologien, um auch schneller an Daten zu kommen, um dann die Daten wieder managen zu können, um mit den Daten dann die richtigen Lösungen auch zu entwickeln. Und wir wollen ja alle kreislaufwirtschaftliche Prozessströme. Das heißt, es geht auch darum, wenn man ein Mikroplastik-Agglomerat, das ist unser Produkt, aus dem Prozess entfernt, wie man es weiterverwerten kann. Und da spielt eben bei Open Innovation einfach ist der wichtigste Hebel, dass man sich auf Augenhöhe in Kooperation bewegt. Weil wir können mit einem Team von 8 Leuten, könnten wir das, was wir machen, gar nicht machen. Es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Es braucht wahnsinnig viel Kommunikationsarbeit. Es braucht auch sehr, sehr viel Sprechen auf Augenhöhe mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Weil eine GmbH hat natürlich eine komplett andere Zielrichtung, sozial, ökologisch verträglich zu arbeiten, als ein Wirtschaftsunternehmen, die sagen, Produkt verkaufen, Produkt verkaufen, Produkt verkaufen. Und diese Ebenen zusammenzubringen, das ist Teil einer GmbH und das ist auch Teil unserer Arbeit, und zwar tagtäglich. Das heißt, Barrieren abbauen, das heißt, für transparente Kommunikation sorgen, Menschen erreichen und die Gesellschaft mobilisieren. Weil, so wie ich es eben gerade gesehen habe, bei Ihnen ist Mikroplastik präsent. Es ist auch weltweit ein präsentes Thema. Es wird uns nicht nur heute, sondern auch morgen beschäftigen und auch in 10 Jahren noch existent sein. Und mit diesem Wissen wollen wir heute schon
das Morgen ändern. Und dafür brauchen wir eben offene Ebenen, offene Kommunikation, und Open Innovation ist da das Mittel zum Zweck. Und Sie haben, glaube ich, auch Ihre Patente geöffnet, oder? Das finde ich noch eine wichtige Information. Das ist immer die Kernfrage, die kommt natürlich, wenn man mit Wirtschaftsunternehmen zusammenarbeitet und irgendwie was super Tolles entwickelt und dann auch der Innovationsgehalt so hoch ist, dass man Patente anmelden kann. Und wir gehen den Weg, dass wir Patente anmelden, aber diese Patente nicht in die Schublade stecken und sagen, oh, die gehören uns und keiner wird davon partizipieren, sondern wir öffnen die Patente. Und zwar für alle, die wollen. Für alle die, die sich zu Werten committen, die sich zur sozial-ökologischen Transformation committen und die ihren Mikroplastik-Footprint nachhaltig reduzieren wollen. Und das ist der Weg, den wir einschlagen. Auch wieder was ganz Neues, muss man auch sehr viel drüber sprechen, damit man die Menschen davon überzeugt, dass es ein guter Weg ist, den man gehen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich das nicht machen würde, dann wird es auch langsam langweilig werden. Und so gibt es immer wieder auch neue Herausforderungen, denen man sich stellen kann. Dankeschön. Und obwohl jetzt schon drei Viertel ist, noch eine ganz kurze Runde. Was wünschen Sie sich als nächstes Ziel? Oder was ist Ihr nächstes Ziel? Fange ich wieder an? Okay. Ja, nächstes Ziel. Oder, ganz kurz. Ja, ganz kurz. Zum einen zwei kleine Ziele, dass wir uns mehr vernetzen, dass wir offener sind, dass wir nicht Angst haben mit unseren Ideen und vor dem Berg halten, weil wir es nur gemeinsam schaffen können aus Deutschland heraus oder auch aus Europa heraus, weil die anderen Nationen eben so stark sind und sich mittlerweile schon so extrem positioniert haben, dass wir ein Stück weit auch wieder rückgewinnen müssen, Land. Und zum anderen ist uns natürlich wichtig das Thema Datenschutz, dass wir da mehr Awareness schaffen, nicht nur bei Führungskräften, sondern auch bei Mitarbeitern, dass wir einfach diese Kontrolle der Daten uns zurückerobern und ja, nicht nur wir als Blackpink, sondern allen Firmen, Startups die Chance geben, da mitzuwirken und wir Unterstützung erfahren. Ja. Super, Frau Ziegler. Genau, also ich glaube, dass es wirklich eine Transformation braucht, wo wir als Menschen gar nicht fähig sind, die alleine durchzubekommen. Ich glaube, dass es die Hilfe von künstlicher Intelligenz braucht, weil wir so schnell uns verändern müssen, wie wir Dinge produzieren, wie wir überhaupt generell mit Daten umgehen und auch Daten sammeln, die uns helfen, Prozesse besser und schneller zu machen. Da wünsche ich mir eine größere Akzeptanz, glaube ich, von künstlicher Intelligenz, dass die nicht unser Feind ist, und, sondern dass eher so eine Art Data Literacy wird, dass wir einfach künstliche Intelligenz brauchen, um zu navigieren und uns besser informieren und ja, bessere Entscheidungen zu treffen. Und mein anderer Wunsch ist, dass Fördergeber auch solche wirklich Cutting-Edge-Technologien, die wir verwenden, wahrnehmen und nicht sagen, das haben schon Leute vor euch probiert, das schafft ihr nicht, oder warum tut ihr euch nicht mit H&M oder anderen Großen zusammen, die ja gar nicht sich verändern wollen, sondern dass sie an einen glauben und sehen, dass wir wirklich was bewegen wollen, indem wir Microfactories aufbauen und indem wir versuchen, eine Infrastruktur aufzubauen, die wirklich noch gar nicht existiert. Das würde ich mir wünschen. Dankeschön. Und Frau Schuhen. Ich würde mir wünschen, dass wir lernen, ohne Regulation und Gesetzgebung proaktiv für die Zukunft zu handeln. Dass wir es schaffen, auch das Thema Mikroplastik auf die Tagesordnung zu rufen, obwohl die Politik keine Grenzwerte definiert. Und dass sich jeder, der ein Mikroplastikproblem sieht, sich dessen widmet, egal in welcher Art und Weise. Wir bilden eine Plattform, viele andere bilden auch Plattformen. Unterstützen Sie die Leute, die heute schon proaktiv in die Zukunft gehen. Kurzfristiges Ziel, 1000 Tonnen Mikroplastik in den nächsten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Jahren. Hängt davon ab, wie viel Geld wir bekommen. Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass Sie ausgeharrt haben. Ich hoffe, Sie haben auch ein paar Impulse mitgenommen und die Unternehmerinnen sind, glaube ich, auch noch eine Weile da, sodass man gerne mit Ihnen sprechen kann und mit Ihnen in Kontakt treten kann. Ich muss noch kurz ein paar Sachen in der Abmoderation vorlesen. Also wir haben jetzt die Mittagspause bis 14.30 Uhr. Zeit zum Netzwerken ist hoffentlich trotzdem auch noch, auch wenn die Zeit sehr knapp ist. Es gibt auch die Ausstellung und es gibt das Catering sowohl im großen Saal als auch in dem kleineren Saal, wo auch die Ausstellung ist. Ab 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr sind die parallelen Foren und Sie haben sich wahrscheinlich schon angemeldet, die meisten wahrscheinlich. Sie haben etwas zugeschickt bekommen, wenn Sie nicht mehr genau wissen, für was haben Sie sich eigentlich angemeldet, sind so viele gute Foren dabei. Und wenn Sie trotzdem noch Fragen haben, wo, wie, was, draußen können Sie auch gerne nochmal nachhaken und dann können die Damen draußen auch nochmal nachschauen und gucken und helfen. Ja, die Themen muss ich jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Es gibt KI-Startup, Cyberland, Fragen nach Umgang mit geistigem Eigentum. Also insgesamt sind es ja 9 verschiedene Foren. Es ist noch Platz in den Foren. Es ist nicht so, dass die Foren schon alle komplett ausgebucht sind. Ich glaube, einer ist ausgebucht, weil er wirklich auf einen bestimmten Anzahl reduziert war. Aber ansonsten können Sie noch schauen. Es gibt noch offene Stellen in den Foren. Die letzte Bitte noch, Sie machen diese Veranstaltung für sich, aber wir hätten auch gern ein Feedback von Ihnen. In der App finden Sie auch ein Feedback-Formular. Es wäre super, wenn wir einfach lernen, was wir noch besser machen können. Denn wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder einen Open Innovation Kongress haben, dass wir Sie alle wieder begrüßen können. Und hoffe, Sie hatten wirklich was Sie mitnehmen konnten. Wünschen jetzt ein gutes Essen, gute Gespräche, gute Zeiten in den Foren. Und falls Sie schon nach Hause gehen müssen, dass Sie einfach die Impulse noch lange mit sich tragen. Dankeschön fürs Kommen. Wiederschauen.